Oder erzähl einfach mal generell, warum dich der Urgroßvater gecatcht hat. Warum mich der Urgroßvater gecatcht hat, habe ich keine Ahnung, weil das gerade echt random war. Ich weiß auch gar nicht, warum hast du das eigentlich nochmal gesagt? Weil du, ach ja, genau, weil du das Thema noch erinnern wolltest, genau. Ja, ich wollte halt so ein bisschen... Naja. Ja, keine Ahnung, Alter, ich habe das sowas noch nie überhaupt von irgendeiner Person mal gehört, dass er sich, wenn er sich aufregt über sich selber, dass er dann einfach Urgroßvater sagt. Urgroßvater, ja. Das ist viel zu random gerade für mein Gehirn. Ist auch mega random. Aber ich habe jetzt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ja, aber du hast doch nicht damit gerechnet, dass das der Start der Podcast-Folge ist, deswegen... sind wir hier. Lol. Bei der betrunkene Leo und ich. Erste Folge. Ja, das ist erstmal der Name. Lange und geplant. Jetzt haben wir es endlich mal umgesetzt. Ist krass geplant. Die Themen. Fällt auch auf, wir haben den 31.01. jetzt. Ja, ist doch ein gutes Timing. Willst du mich verarschen? Der erste Monat ist schon wieder vorbei. Ja, das ist so belastend. Und ich wollte komplett durchziehen und ich habe... Alter, ich hab leicht Gänsehaut, muss ich gerade sagen, weil ich irgendwie... Silvester ist für mich noch vor einer Woche ungefähr her gewesen. Also no joke, so halt, das war echt krass. Das heftig, stimmt schon, dass ein Monat schon wieder her ist. Ja, schon. Ja. Weiß nicht. Das ist schon beängstigend so ein bisschen. Aber ich will jetzt erst richtig... Eigentlich fängt es ja jetzt erst richtig an, Junge. Ich habe alle Designs gemacht, alle Presets gemacht und jetzt... Ja, für mich geht's allgemein jetzt im Februar erst so richtig los mit Arbeiten und alles. Ja gut, komplett ein Krankenhaus. Meine ganzen Pläne umsetzen. Gut, Januar war noch so ein halber 2019-Monat für mich. Noch so ein bisschen schimmeln, nicht viel tun. Aber jetzt im Februar will ich anziehen. Man kennt's. Generell übrigens erstmal zu unserem Podcast. Wir... Mhm. Reden über verschiedene Themen und zwar wahrscheinlich eher so die auf die wir gerade Lust haben. Vielleicht auch mal irgendwas, was gerade aktuell ist, irgendwas in der Gaming-Szene oder irgendwelche Serien oder sonst irgendwas. Kann aber auch irgendwie natürlich. Ja gut, das meiste passiert ja random. Also kann auch irgendwas fallen uns passieren ja irgendwie halt, wenn man auf Handy gerade schaut zum Beispiel oder sowas. Oder einfach irgendwie abschweifen von irgendeinem Thema. Ja. Aber manche Themen, die suchen wir uns ja vorher raus. Ja, also haben wir zwei Themen heute? Ich weiß nicht. Zwei haben wir so, also eins ist überhaupt nicht ausgefertigt, aber wir haben so eine kleine Headline gemacht und für das andere habe ich ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, damit wir einen kleinen Faden haben, wo wir uns durchlotzen können. Und das heutige Thema generell ist Glücksspiel und Wetten oder auch, dass Leo ist intens dabei. Nee. Ich weiß nicht, wo wir anfangen wollen, Leo. Wo willst du starten? Ja, gerade weil du mich gerade eben gefragt hast, wie viel ich bei Steam schon, in CSGO für wie viel Geld ich da ausgegeben habe, fällt mir gerade auf, hätte ich das ganze Geld gespart und nicht ausgegeben für, keine Ahnung, Cases öffnen oder sonst irgendein Stuff oder Skins, weiß nicht, wird Skins damit einberechnet? Weiß nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Nur Cases, die man öffnet? Weil ich glaube, das hat irgendjemand mal gemeint, dass das nur Ingame ist, sondern nicht der Stuff, den man aus dem Markt kauft. Kann gut sein, ja. Also ich glaube, wenn man den Stuff aus... Alter, das wäre ja noch perverser, wenn das nicht mal alles ist, was ich in CSGO reingesetzt habe. Ne. Also für viele ist das bestimmt... Für viele ist das bestimmt nicht viel, glaube ich. 300, keine Ahnung, wie viel war es? 380 oder sowas. Ja. Für die Leute, die es mal selber schauen wollen, auf Steam gehen, auf euren Namen, unser Abzeichen... Dann nach CSGO suchen und dann, wenn ihr es habt, auf Wie erhalte ich Karten klicken. Und da wird euch dann angezeigt, wie viel US-Dollar ihr investiert habt, sag ich mal, gut investiert habt. Jetzt, wo ich mal meine Liste so anschaue, gibt es eigentlich auch andere Games, wo man viel, oder wo du besser gesagt viel Geld reingesetzt hast? Auch drüber überlegt, aber ich glaube nicht. Weil mir fällt ehrlich gesagt keins ein. Warte, okay, Pay, da habe ich ein bisschen was. Da habe ich weiß nicht, EU4 ist halt, die finde ich, zählen nicht so wirklich dazu, muss ich sagen. Und, ja, die zählen halt nicht zu dem Marketing, glaube ich. Wobei, was man eher bei EU4 sagen könnte, ist diese Cossack Units, also diese Units, diese Einheiten, dass die halt, die haben ja auch manchmal Skins, die man sich kaufen kann. Ja. Das gibt's vielleicht. Was übrigens auch absolut überteuert ist, wenn man sich das mal reinzieht, 3 oder 4 Euro fucking. Noch krass überteuert dafür. Wenn man Kurzeinheiten. Also an sich nicht so teuer, aber halt, wenn man es hochrechnet, wie viele die von denen verkaufen, ist halt lächerlich eigentlich. Ultra. Ja, vor allem, ich glaube, halt Paradox Schmutz, macht Geld, so viel Geld. Ich würde echt gern mal allein nur von EO4 wissen, wie der Income von denen ist. Also ich glaube, EO4 ist schon krass. Wobei, ich glaube, so viele spielen es nicht mal, aber die haben halt schon eine treuere Fanbase. Ich habe aber trotzdem letztens eine Liste gesehen, da war EO4
zumindest von den Paradox-Spielen, die in dieser Liste waren, das Beste. Okay. Ja, kann ich mir schon vorstellen, ist ja auch schon länger auf dem Markt so. Ja. Aber. Hat sich auch. Wobei das auch andere Game von denen, dieses Imperator Rome, das neue von denen, das soll auch nicht schlecht sein. Okay. Ist auch relativ gut. Also, ich glaube zum Beispiel, ich habe für Payday noch was ausgegeben. Ich weiß jetzt nicht, was kann genau, man da ausgeben? Wie viel. Auch Skins, da gibt es auch Skins über CS. Skins, ja, gut. Die haben auch die Saves, die haben einfach die Dingens von denen übernommen. Nur, dass du da auch manchmal Saves bekommst, die du halt einfach so öffnen kannst und Skins dann halt benutzen. Und die sind auch. Aber bei Speedrunners? Nee, da ja, muss doch, man ja spielen, doch. Oder? Nee, du kannst diese. Diese beziehungsweise Deko-Sachen. Hast du da was? Du hast aber nichts reingegeben bis hier, oder? Ich nichts gekauft, nee. Ja. Aber du kannst ja zum Beispiel so ein Saiyajin, ich glaube, was ich geil fand, war, es gibt so Super Saiyajin-mäßig so einen blauen Blitz, den du hinter dir herziehst, wenn du rennst. Und oh, das ist nice. Echt cool, ja, ist auch echt geil. Das war auch, die kosten auch nichts, die kosten gleich einen Euro. Also die sind echt nicht so teuer. Wenn man die, und du holst halt eh nur einen, so. Das geht schon klar, theoretisch. Hey, Speedrunners fällt mir jetzt gerade so in, haben wir schon lange nicht mehr gespielt, aber das ist seitdem ihr besser geworden seid, vor allem Anton, habe ich keinen Bock mehr auf das Game, weil ich immer letzter geworden bin. Gut, ich habe halt nur die Story durchgespielt. Die wird halt irgendwann echt schwer. Und wir sind halt fast nie zu viert online, deswegen ist halt schwierig, zu viert halt zu spielen, weil zu zweit ist halt geil, das Game, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Außer man macht eine Challenge daraus, irgendwie, der Verlierer muss das und das machen. Ne. Aber so generell, bei so DLCs übrigens, weil wir gerade von EO4 geredet haben, ich habe letztens ein Video gesehen, ich glaube es war von GameStar, und die haben so die profitabelsten Spiele vom letzten Jahr vorgestellt. Oh, ja. Aber ohne Free-to-Play-Spiele, also kein Fortnite drin oder so, weil das wäre ja mit Abstand auf 1. Nur DLCs jetzt berechnet oder auch Skins? Alles. Halt. Alles, ich was glaub, man kaufen kann von denen. Komplett, halt wie viel Money die gemacht haben. Alter, und du willst nicht wissen, wie oft Electronic Arts da drin ist. Ja, warte mal, ich wollte gerade sagen, da muss doch safe Ding FIFA auf FIFA erstmal drin sein. Jürgen, soll ich's mal, also. Sag mal, kann es sein, dass FIFA sogar auf 1 ist? FIFA ist auf 1? Ja. Soll ich dir noch was sagen, dass FIFA, also FIFA 19 ist auf 1? Nee, warte, was ist das Neueste? 20 ist 1. Ja, 20 ist 1. 19 FIFA, ist aber auch drin. Und FIFA 19 ist auch drin. Ja, macht Sinn, aber trotzdem, weil. Wie kannst du zweimal da drin sein? Das ist so ein Schmutz. Das kann ich sogar aus Erfahrung sprechen, weil ich FIFA 20, das war der erste FIFA-Teil, wo ich wirklich, weil ich habe alle gespielt. Also bis. Kannst du slightly von deinem Mikrofon weggehen? Also du kannst nicht ein kleines Stück. Okay. So? Ja. Geht das wieder? Ja, erzähl weiter. Was würde ich jetzt sagen? Achso, ja, FIFA habe ich nicht alle gespielt, das ist jetzt so übertrieben gewesen, sondern ab 2006 habe ich auf Nintendo angefangen, auf dem Gameboy noch. Und hab immer, wirklich jedes Jahr, war ich immer so heiß auf dieses Game, hab's mir jedes Jahr vorbestellt oder so schnell wie möglich immer geholt. Ab 2018 hat's so angefangen, so, weil ich halt immer nur Karriere spiele, aber das jetzt ist ja nicht so wichtig, auf jeden Fall. Ist komplett hinten durchgefallen bei den neuen. Aber ist halt von Jahr zu Jahr immer schlechter geworden, weil sich EA halt immer nur noch auf Ultimate Team, also auf den Online-Modus konzentriert hat, haben sie halt die anderen Modi ein bisschen vernachlässigt, beziehungsweise jetzt komplett vernachlässigt eigentlich, so schlecht wie FIFA 20 für mich ist. Bei FIFA 19 war ich wirklich enttäuscht von dem Game am Ende, habe ich mir echt, also ich habe es zwar echt viel gespielt leider, weil ich ja auch keine andere Alternative bei Fußballspielen habe, da gibt's halt nur FIFA, finde ich, weil PES ist einfach nur Drecksgame. Bestes Beispiel ist das PES, was wir gespielt haben, wo man einfach schon in die Ecke gesprungen ist von vornherein. Du hast mir gesagt, wo du hinschießt beim Elfmeterschießen. Ich stand sogar in der Ecke schon drin gefühlt. Du schießt dahin und machst trotzdem Tor. Das, wenn du dich daran erinnerst. Das sagt halt schon alles über PES aus, finde ich. Auch wenn das Game halt schon uralt war. Ich glaube, das war PES 2006 oder so. Ja, das kann halt echt gut sein. Das war kein guter Vergleichswert das eigentlich, weil die haben sich bestimmt über die Jahre verbessert, glaube ich. Aber ich glaube, Pro Evolution Soccer ist schon raus aus dem Game. Sagt halt einfach, genau. Ja, aber. Aber was ich jetzt eigentlich sagen würde, ist ja, dass FIFA von Jahr zu Jahr schlechter wurde und FIFA 19 halt das erste Mal so richtig mir schlecht aufgefallen ist und ich habe auch echt lange Zeit das nicht gespielt und dann wieder kurz bevor FIFA 20 kam, habe ich sie nochmal wieder ausgepackt. Und bei FIFA 20 habe ich erstens nicht bestellt, das war das erste FIFA, das ich nicht vorbestellt habe, seitdem man das halt machen kann über Amazon oder sonst welchen Sachen. Und ich habe, glaube ich, das FIFA 20 kam September letztes Jahr, glaube ich. Ich habe es erst. Nee, Quatsch, was erzähle ich da gerade? Warte mal, da muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Das interessiert mich jetzt auch. Alles klar.
FIFA 20. Ich kann dazu nur sagen, ich habe selber gar keinen. Also ich. Ah doch, September 2019. Das liegt da daran, weil es eher ein Consolero-Spiel ist, würde ich ja sagen. Safe, absolut. So. Absolut ein Konsolen-Game. Xbox oder. Hab das halt, also ich habe, glaube ich, kein. Oh, doch, ich habe ein FIFA gespielt. Und ein bisschen mit meinen Cousins. So. Mhm. Ja. Cousins. Cousins, ja. Ja, wobei sagen ja. Cousins, ich weiß gar nicht. Weiß gerade auch nicht, aber Cousins sagt man auf jeden Fall im Deutschen, ne? Ja. Also genau, also September 2019 kam es raus und ich habe es, glaube ich, erst, keine Ahnung, Dezember oder so geholt. Ja. Alter, wie das Game ist, 2 Monaten, ne? Krass. Nee, das kann gar nicht sein. Nee, so lange ist es nicht. November, glaube ich. Okay. Aber trotzdem halt einen langen Zeitraum für mich zumindest war das, habe ich das nicht geholt. Ja, und warum? Als ich es geholt habe, bin ich echt, also ich bin immer noch voll enttäuscht. Das Schlimmste, also nicht das Schlimmste FIFA, das Schlimmste ist immer noch 19. Weil da gab es ja die Story, wo ich bei der Hotline von denen dann angerufen habe, weil die einen Bug da reingefügt haben. Da bin ich wirklich komplett eskaliert, war dann voll Wut in Brand, habe ich bei dieser Hotline-Zentrale, diesen Supportstelle von denen halt, von EA habe ich so angerufen. Und mir tat es auch so leid, weil ich wollte so richtig mal wieder upragen auf dem Telefon, weil das auch einen triftigen Grund hatte. Also ich zahle ja 70 Euro für das Game und dann kriege ich halt so eine Rotz. Das war unspielbar wirklich mit diesem Bug. War halt eine echte Frechheit. Habe ich halt so angerufen bei denen. Dann war der Typ halt leider am anderen Ende des Telefons halt wirklich ultra nett. Also so einen netten Dude an so einer Supportstelle habe ich noch nie erlebt. Der hat mir dann alles, der hat mich erstmal so richtig beruhigt, erstmal so, und hat halt gemeint, so, ja, er kann halt leider an der Stelle halt nichts machen, so, dies, das. Nicht, wir haben legit eine halbe Stunde miteinander telefoniert. Fällt mir gerade auf, muss ich dann eigentlich die Telefonrechnung zahlen oder ja? Ich wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich du, wenn du angerufen hast. Ja, aber wahrscheinlich ist die Hotline umsonst. Aber ist kostenlos, ja, ja. Cool, ist logisch. Die Hotline ist wahrscheinlich umsonst. Die oder ihr habt so einen ganz klugen Plan gemacht und man zahlt doch für solche Hotline. Ja, das wäre auf jeden Fall ehrenlos, vor allem bei denen. Ich glaube, seid ihr der größten Publisher der Erde. Ist der größte, ja, safe. Oder? Auch safe. Epic könnte jetzt, oder machen die? Ist Epic ein Publisher? Die publishen doch bestimmt auch schon, oder? Die müssen bestimmt schon, bestimmt publishen die schon. Weil die haben so viel Geld, die haben bestimmt schon andere Studios aufgekauft oder so. Also, ja, eigentlich. Stimmt. Warte. Das ist erstmal ein Softwareunternehmen. Ja, gut, die machen die Unreal Engine. Ja, klar, aber. Ja. Du findest nichts drüber. Doch, die haben. Rocket League ist zum Beispiel. Was? Ziemlich verwirrt. Humble zum Beispiel, wo ich die ganzen Spiele hole, also öfters mal, auf Humble Bundle, die publishen auch Spiele. Die haben zum Beispiel hier dieses Temtem, was gerade ein bisschen im Hype ist, ein bisschen sehr im Hype ist, haben die auch gepublished. Ja, ich sehe es gerade, die Games von Epic Games, also sie haben ein paar gemacht, halt Unreal, wie du auch gesagt hast. Die ganzen Unreal Tournament. Ja. Dann Infinite Blade Gears of War haben die zum Beispiel auch gemacht. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber nicht das aktuelle, oder? Wusstest du, dass die Gears of War 1, 2 und 3 gemacht haben? Hey. Nee, man. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, das ist mir voll krass, finde ich. Ja. Den Fortnite natürlich liegen seit 2019 haben sie Rocket League. Ja. Gehört den Rocket League und so. Haben die halt gekauft. Die haben das nicht gemacht. Hm. Aber warum kann man dann Rocket League trotzdem über Steam spielen? Das verstehe ich nicht. Wie gut. Gibt es halt schon so lange auf Steam. Wahrscheinlich, weil es etabliert so. Hm. Haben sie es halt gelassen. Ich denke, halt besser. Dann machst du dich auch nicht unbeliebt bei den Fans und die Leute spielen es ja trotzdem. Das stimmt. Na, hast du recht, genau. Weil es gab es halt schon vorher. Wenn du dann sagst, yo, das ist jetzt exklusiv bei Epic, wäre schon, ich glaube, schon madig so. Hm. Übrigens auf in der Liste Fall. Noch mehr EA-Games, Sims 4 mit den ganzen Erweiterungspaketen ist da auch noch dabei. Stimmt, Sims. Lächerlich. Da hätte ich vor allem, stimmt, das ist krank. Sims ist halt ein krasser Cash-Grab. Ja, das stimmt. Was gibt's? Ist ein COD? Naja, COD glaube ich nicht. Doch, ich glaube ein COD war auch drin. Ich glaube, das. So ein Season Pass gibt es ja immer bei COD. Ich glaube, es sind sogar 2 CODs drin. Ich glaube, es ist sogar das Neue drin und Black Ops 4, ja. Es sind sogar, glaube ich, beide drin.
in der Liste. Ja gut, es gibt ja mal einen Season Pass. Und das Kranke ist, weißt du, welcher höher ist? Black Ops 4. Ja gut, aber weil das auch vorher rausgekommen ist und weil die Marke an sich Black aber Ops... die haben in dem Jahr, haben die mehr gemacht. Okay. Die haben mit, die haben mit Black Ops 4 in dem Jahr mehr Geld gemacht als mit dem neuen. Oder ziemlich nah. Oder jetzt bin ich mir selber nicht sicher. Aber die waren sehr, sehr nah aneinander. Okay. Das ist krass, das ist heftig. Ja, das die Marke halt, ne? Also Black Ops, es gab noch nie ein schlechtes Black. Also okay, der 3er zählt für mich jetzt nicht dazu, aber die 1 und 2 Black Ops waren echt top. Gut, halt. Bei Modern Warfare aber genauso, glaube ich. Auch. Ja, wobei der 3er schon echt Schmutz war. Aber Modern Warfare, aber bei dem dritten Teil fand ich immer diesen Horde-Modus, sag ich mal. Der war geil. Der Zombie-Modus, ja. Nee, der war gar kein Zombie. Stimmt, ich weiß, was du meinst. Da gab es so einen Level-Up-Modus. Ja, stimmt. Der war echt cool, hast du recht. Ja. Da gab es auch immer die Juggernauts, genau. Stimmt, den Zombie-Modus gab es ja nur in Black Ops. Aber generell, da gibt's, Alter, es gibt bei DLCs machen die Leute so viel Cash-Grab. Ich glaube, das ist auch so, ich meine, das ist schon so eine Art Sucht, müssen ja auch wie die Leute so Geld reinballern. Unmengen halt, vor allem mit DLCs. Weißt du was, also was halt Paradox halt echt smart macht, sind halt, weil bei FIFA ist es halt, ja, wobei. Weißt du, nee, eigentlich ist smarter sogar FIFA, weil die kriegen das hin, jedes FIFA Jahr ein neues Game rauszuholen, aber die Leute, du musst, die Leute geben Tausende von Dollar oder Euro aus für das Game, was sie nur ein Jahr spielen können. Mhm. Das muss man sich mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt bei PlayStation ja auch noch für den Online-Modus. Das ist halt ein Witz. Also ich meine, was man wirklich EA nicht abschlagen kann, ist, dass sie bei FIFA sich echt Mühe geben beim Ultimate-Team-Modus. Also da versuchen sie wirklich jedes Jahr noch ein Tick geiler zu sein. Noch eine Special-Karte mehr oder sowas reinzuführen. Gut, die wollen halt ein bisschen unterscheiden, ne? Ein bisschen mehr Geld. Aber die Drop-Rate ist genauso wie bei CSGO einfach nur Schmutz. Also du ziehst halt so Rotzkarten. Das habe ich dir schon mal gemeint, bei PUBG ist es ja auch so, das liegt halt daran, weil so insane viele Leute spielen und dadurch machen die Drop-Rate halt extrem niedrig, damit nicht so viele Skins halt gute Skins draußen sind. Natürlich, und dann, die sind sogar so smart, die machen ja auch sowas wie Steam, dass es einen Marktplatz gibt, wo du die Karten verkaufen kannst und ankaufen kannst und das schützt halt vor Inflation. Also das sorgt dafür, dass es nicht zu viele gibt von denen, weil die dann immer rüber getradet werden. Und ich glaube, FIFA hat es auch noch so, dass du die kaufen kannst, oder? Die haben einen Festpreis, die kannst du immer kaufen, ne? Die, auch noch die Karten, glaube ich, bei denen. FIFA. Bei denen selber, oder? Ach so, ja, es gibt so, und, ja, nee, ja, ich weiß nicht. Und was der sorgt dann dafür, dass die nicht zu, das ist auch was für Inflation. Marktregulierungspreis sind die genau, einfach. Genau, das ist dann, dass die Leute die nicht zu hoch reinmachen können. Ja, genau. Das ist echt smart so an sich. Das stimmt. Aber ist halt lächerlich von einem Cash-Grab her. Und vor allem machen die so viel Cash. Alter, das ist... Naja. Wollen wir zurückkommen zu CS? CS, Leo. Bist du in CSGO? Ja. Könnt ihr erst mal erzählen? Also, wir haben das Spiel, glaube ich, bald schon relativ lange. Bei mir war es das erste PC-Game, was ich auf Steam hatte. Ich glaube... überleg gerade, ja. Ich glaube... 5, 6 Jahre oder so. Achso, auf dem PC? Nee, das nicht. Ich habe es 5, 6 Jahre. Ich habe ja auch schon die 5-Jahres-Medaille und ich habe das Spiel, seitdem ich Steam habe. Ich habe es nach dem ersten Tag, nachdem ich Steam hatte, habe ich es mir geholt. Ja gut, ich habe die 2014er-Medaille, habe ich das Game seit 6 Jahren. Habe das, glaube ich, auch dann 6, vielleicht sogar schon 7, Alter. Ich glaube, du hast es seit 7 Jahren, du hast es auf jeden Fall vor mir gehabt. Ja, kann auch sein. Aber mein erstes PC-Game war das safe nicht. Also ich Age of Empires, was safe vorher. Ja, erstes auf Steam. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, ob du nicht eher Steam damit meinst. Ja. Ja, aber Steam würde ich dir recht. Ich glaube, bei Steam wäre es sogar noch Team Fortress auf Platz 1. Bei mir nicht. Bei mir aber Team Fortress habe ich nicht mehr auf meiner Liste. Fällt mir auch gerade auf. CSGO und Chivalry. Chivalry habe ich ein bisschen Chivalry später. Jetzt. Und davon habe ich auch erst, wie viele Minuten? Ich habe sogar 114 Minuten in das Game investiert. Alter, krass. 2 Stunden gleich. Ich habe das ist ja mehr als ich gedacht. Ich habe, glaube ich, allein für das Video, was ich auf meinem Kanal geschnitten habe, Link unten in der Beschreibung. Oder ihr seid schon drauf auf dem Kanal, je nachdem. habe ich bestimmt schon mehr gespielt als 2 Stunden, allein dafür. Ja, mehr darf man eigentlich auch nicht in das Game investieren, finde ich. Nicht mehr, auf jeden Fall. Aber es kommt Chivalry 2. Gott, hat bald. Hat keinen übrigens Spaß gemacht. Es kommt bald Chivalry 2.
Ja, perfekt, Alter. Super. Freut man sich, aber Mortor hat halt schon abgecashed, glaube ich, für die. Aber mal gucken, ob sich. Ich finde, diese Genre ist so ausgelutscht einfach. Nee, das geben sich trotzdem noch viele, glaube ich, Re 2. Ja, safe auf jeden Fall, aber ich finde es so ausgelutscht. Ich fand es früher ganz cool, so, aber jetzt gar nicht Und mehr. Mountain Blade kommt auch noch. Bannerlords. Auch noch um die Zeitraum. Das ist krass. Stimmt, du hast ja absolut recht. Hast du das den Gameplay Realization, das Gameplay-Video gesehen? Also nur die alten. Wenn es ein neues gibt, dann nicht. Aber ist jetzt egal, ist jetzt egal. Kannst du mir ja später zeigen, oder? Ja. Also, Ja. ja. Ich kann dir mal sagen, du hattest 381 Dollar, US-Dollar. Ich habe mal Ja. umgerechnet, das sind 345 Euro. Wie fühlst du dich damit? Ja, tut weh halt. Also vor allem mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass ich jetzt mit dem Geld, glaube ich, mir ein Butterfly hätte holen können. Aber du Aber weißt man doch muss nicht. es halt auch so sehen, macht halt trotzdem Spaß, also für mich zumindest, macht halt trotzdem Spaß, Kisten zu öffnen. Selbst wenn nichts Geiles drin ist, der Thrill immer dahinter ist einfach cool, muss ich Kannst sagen. du irgendwie erklären, warum? Was macht das aus? So, also, warum bockt Keine das? Ahnung. Ja gut, wenn du halt, keine Ahnung, du hast halt, als ich halt meine Kisten gesammelt habe, weil ich habe einen bestimmten Zeitpunkt habe ich halt einfach mal Kisten gesammelt, weil ich halt ein fettes Opening machen wollte, weil ich nicht die ganze Zeit immer Kisten kaufen will. Habe ich halt einfach mal die Kisten gesammelt, hatte ich keine Ahnung, 50 Stück oder sowas. Und wenn ich halt mal immer diesen Vorschau-Inhalt immer reinschicke und dann halt so sehe, was halt so für geile Skins da drin sind, wenn dann keine Ahnung was, eine Bullet Rain oder keine Ahnung, Empress oder sowas drin ist. Und ich mir dann einfach nur vorstelle, ich zieh die gerade, ich mache halt die Kiste auf, ich gebe mir 2,20 € rein und dann machst du die Kiste auf und dann kommt so eine Empress raus. Das Feeling ist schon nice, glaube ich. Und beim Knife sowieso, da muss ja noch viel krasser sein. Außer du ziehst natürlich ein, keine Ahnung, was, Survival Knife oder sowas, da will ich halt kotzen. Oder ein Flip Knife, da kriege ich die absolute Vollkrise. Wenn ich Leo das sieht die alten. ziehen sollte, dann verkaufe ich meinen Steam-Account, glaube ich, Alter. Ich glaube, du siehst zu viele Algen, Junge. Du denkst immer nur an die Algen, wenn du die Kiste öffnest. Apropos, das Game habe ich sogar auch mal ausprobiert, weil ich einmal Online-Casino einfach mal ausprobieren Willst du es wollte. gleich erzählen? Lass noch kurz bei CS bleiben. Okay. Ich habe mal geguckt, übrigens, Sammelkarten kriegt ihr, weil es wird ja angezeigt. Ab wie viel Geld ihr eine neue Sammelkarte bekommt. Und eine Sammelkarte bei CS kostet euch ungefähr 9 Dollar. Das sind 8,16 Euro. Was? Eine Ja, was Sammelkarte. braucht man eigentlich diese Sammelkarten? Kannst du den Was ist das Steam-Account eigentlich? damit aufleveln. Das ist es. Also du kannst die Abzeichen dadurch herstellen, wenn du alle hast. Und dann kriegst du halt ein bisschen Belohnung, so Hintergründe, Emoticons und kriegst halt Erfahrung, mit dem du deinen Steam-Account levelst. Ah, Ja. okay. Wusste ich Und gar nicht. ja. Die sind aber auch nicht teuer, wenn du die kosten 20 Cent oder so, wenn du die einzeln kaufst, die Sammelkarten. Oder halt je nachdem, es kommt auf das Spiel an und wie krass die gedroppt werden. Aber auch interessant, also ungefähr eine Sammelkarte 9 Dollar. Wie gesagt, 8,16 Euro. Insgesamt, Leo, was hast du so für Skins bekommen? Hast du da, ja, doch Ich erraten, überlege was du gerade, hast. was war denn der beste Skin, den ich gezogen habe? Die AWP, oder? Die Neon Nee. Neue. Ach so, ja, stimmt, klar, ja, Ja. klar, ja, die Neo Noir FN 55 Neue, sag ich Euro. schon. Noir. Noir 55 Eus. Das war das Beste, glaube ich, was ich gezogen habe. Ja. Danach die Albtraum M4. Bei mir klassischer Suchtfaktor. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war. Mein bester Skin war in meiner ersten Kiste. Pain. Das ist for real so. Ich habe Warte mal, ist das übrigens. die Diegel? Ich habe übrigens 83 Euro und 89 US-Dollar ausgegeben. Das sind 76 Euro ungefähr. Das habe ich alleine in den letzten 2 Monaten Ja. ausgegeben. Ja. Was war dein erstes Skin? Was ist die Die Diegel AWP gewesen? Redline. Auch eine AWP. Ach, die Redline. Ja, die war am Die ist aber meisten wert. nicht. Ja, die ist danach halt gefallen. Aber die war, als ich die bekommen habe, war die noch 30 Euro oder so. Ja, immer noch nicht schlecht Ja. heute. Ich habe die aber geholdet und irgendwann dann verkauft. Ist die Redline, die AWP ist ein roter Skin? Schwarzer, ja, ich glaube schon. Doch, ja. Ja, war ein roter Beim Skin. AK ist es nämlich nicht. War ein roter, aber. Glaube Beim ich. AK ist gleich pink. Glaube, der war rot. Ah, Nicht die lila. AWP müsste rot sein, ja, ich glaube nämlich Ja, auch. ich glaube auch. Die war auch nicht schlecht. Also hat Bock gemacht. Ich habe mir dann irgendwann nur die Cordisero, weil mir der Skin mehr gefallen hat und war günstiger auch als meine.
Mir hat aber der Skin halt einfach getaugt. Das muss man tatsächlich echt sagen. Die Cortisera sieht man echt selten in-game. Und nicht so. Die hat echt kaum jemanden, muss man sagen. Ich finde die aber auch. Ich weiß nicht, ob die Leute die einfach nicht kennen, weil die alt aus den älteren Kisten halt ist. Aber die ist halt auch nicht so teuer eigentlich. Nö, ein paar Euro. Zwei, drei Euro. Aber halt die Aetheris, die ich halt habe, die ist jetzt auch nicht so. Also die kostet FN 10er. Ne. Und sieht halt trotzdem schick aus. Gut, ich hatte zwischenzeitlich noch diese Man of War, die komplett schwarz mit dem goldenen Strich. Die hat auch einen 10er gekostet. Gib ich auch die ist auch schick, muss ich sagen, ja. Die geht eigentlich auch klar. Ne. Und ich hatte ja noch die Deagle Cortisera, aber die habe ich auch nicht gezogen. Und auch nicht die Deagle, die ich habe. Die habe ich beide gekauft, Leo. Also. Welche hast du gekauft? Diese, die du auch hast. Du hast dieselbe wie ich. Ah, okay. Diese die habe ich gezogen. Transformers-mäßige. Naja. Ja. Weiß jetzt nicht, wie die heißt. Aber das Ding ist, die kostet ja nichts. Wie viel hat denn die gekostet? Na, die kosten 1 Euro ja, vielleicht. Die hat weniger gekostet als deine Kiste. Aua. Hashtag Worth auf jeden Fall. Hashtag Worth. Nee, aber die Sache ist halt die, aber ich gebe in CSGO auf jeden Fall lieber Geld aus als in FIFA, weil bei CSGO weiß ich, das Game hält sich auf jeden Fall noch länger als halt in FIFA, weil bei FIFA logischerweise halt jedes Jahr ein neues kommt. Ja, CSGO bleibt auf jeden Fall noch eine Weile. CSGO bleibt ja, das ist halt schon seit 20 Jahren gibt es das. Also das läuft auf jeden Fall. Das läuft sehr gut, vor allem das wird noch länger laufen, weil... Ja, die Majors werden ja immer auch immer größer und so, also... Kommt wobei ja immer mehr ich glaube, kann es sein, dass die Preisgelder damals größer waren? Nee, safe nicht. Weißt du noch, wie die Preisgelder damals waren? 1 Million, glaube ich. Okay, dann ist es immer noch so krass. Ja, ich glaube, die waren 1 Million. Ich denke mir immer so 1 Million, ist das viel eigentlich? Oder nicht so viel eigentlich, ich glaube, es geht. Ich meine, guck mal, du musst mir überlegen, die haben Live-Events, die haben alles Mögliche und dann musst du das ja durch 5 teilen und noch an deinen Manager abgeben. Die kriegen ja keine 200.000, die Spieler. Das stimmt, aber ist es im Vergleich zu, also ich Dota, glaub, kann, Dota kann man jetzt nicht vergleichen, aber bei Dota ist LOL ist mehr safe. Deutlich mehr Preis. Aber da gibt's da mehr oder weniger Turniere als in CSGO? Weil CSGO hat echt viele Turniere. Ja gut, die Frage ist halt, wie groß die sind, ne? Eigentlich auch ein bisschen. Weil wahrscheinlich so kleine werden überhaupt nicht gelistet. Aber da kenne ich mich echt nicht aus. Aber bei CSGO weiß ich, dass es so 2 bis 3 große Turniere immer pro Monat eigentlich immer sind. Da sind immer so die Preisgelder schwanken so bis 100 bis 500.000 eigentlich immer. Außer es kommt halt eines der größeren Turniere oder halt ein Major. Da sind sie halt bei 800 bis 100, bis 1 Million. Ich finde, 1 Million ist echt nicht so viel. Also wenn man sich überlegt, du hast richtig viele Leute, die zuschauen, live auch noch. Ja. Und das geht ja über mehrere Wochen. Also du hast Sponsoren, dann hast du halt die Live, die Twitch-Streams, dann die YouTube-Streams. Aber gut, die wollen halt auch noch Cash machen, so ne? Musst ja die ganzen Leute bezahlen, die Techniker, alles mögliche. Locations. Es gibt auch TV-Übertragungen. Zumindest hat ProSieben damals mal übertragen, die DreamHack Leipzig, glaube ich, oder sowas war das, ich weiß nicht mehr. Also in anderen Ländern kann ich mir gut vorstellen, dass CSGO im TV übertragen wird. Da machen die bestimmt auch Cash durch. Ne. Aber du hast schon recht, halt, wenn man 1 Million macht, dann musst du halt erstmal durch 5 teilen, dann hast du... Managerabgaben, dann halt von der Organisation, wo das Team halt herkommt. Weiß nicht, ob die Sponsorengelder privat bekommen oder ob das ob die Firma läuft. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich läuft es über, also... Du kriegst auf jeden Fall als MVP, also als Player-MVP kriegt man Preisgeld, glaube ich, nochmal so ein extra. Das kann durch die Sponsoren, glaube ich, gezahlt werden. Okay. Kenne ich mich halt auch zu wenig aus, wie es bei den ganz großen Spielern ist halt. Ja, same. Weiß ich auch nicht. Ne. Naja, weg von... Wie sind wir jetzt da drauf gekommen eigentlich? Naja, weil wir über CSGO geredet haben. Preisgelder, wie viel wir ausgegeben haben, beste Skins. So, ja. Mein zweitbester Skin übrigens eine AK Black Laminate mit Statrack FN. Auch geil. 20 Euros, glaube ich. Alter, die muss doch voll... 20 Euros. Ich blau. Die ist blau. Die Black Laminate ist blau. Ja. Blau. Ich glaube, die ist blau. Schau mal nach. Blue Laminate, meinst du, dass die blau ist? Die Blue Laminate ist blau, aber nicht die Black. Nein. Die Black Laminate ist logischerweise nicht blau. Hä? Nee, von der Rarity, nicht von der Farbe. Ach so, lol. Ja, die Black Laminate kann gut sein. Ja. Warte mal. Black Laminate. Ich glaube, die ist blau. Da sollte man natürlich noch AK dazu geben, weil es gibt auch Knives Black Laminate. Lol, du hast recht. Ne. Neu erinnert.
Die habe ich rausgezogen. Sieht aber auch echt schmutzig aus. Ja, die geht schon. FN mit Star Trek schmeckt halt eigentlich schon, aber ja, für 20 Euro gerne verkauft. Die ist immer noch 20 Euro wert, krass. Und belastend finde ich, dass Lukas, er hatte ein Kumpel von uns, erste Kiste, ebenfalls die erste, die er geöffnet hat. Und das war, welche war es? Die AK Blue Laminate, glaube ich. Blue Laminate FN, nicht FN, Star Trek, oder? Vielleicht auch beide. Der hat nicht Star Trek, glaube ich. Der hat kein Set, glaube ich, ja. Ich glaube, der hat einfach... Rare oder FN, aber auf jeden Fall war es so auf jeden Fall was wert. War sieht halt auch gar nicht kacke aus, also die würde ich auch gerne nehmen. Wenn war ich damals auch noch mehr wert halt, logischerweise. Ja. Als er sie rausbekommen hat. Und das allerbeste, was Lukas generell bekommen hat, war von der Operation Leo. Ja. Er hat nach einer Runde ein Icarus-Fell bekommen. Ach ja. Über 120 oder so. Das ist halt absolut unmöglich heute in der heutigen Zeit. Und in derselben Operation hat er auch noch eine AK Jetset bekommen. Das ist halt ein Schmutz, Alter. Also, der hat da gut abgecashed. Ich glaube, die Jetset hat er wegen der Operation bekommen und ich glaube sogar die Icarus-Fell waren Map-Drop. Richtig krank. Ja, die Icarus war Map-Drop nach Kabel, glaube ich. Ja. Und ich hatte auch einen kranken Map-Drop einmal. Aber ich meine, muss mir vorstellen, ich habe über 1000 irgendwas Stunden. Bleiben Sie auf die 2000 zugehen, Leo, mit dir. Du gehst auf die 1000, ich gehe auf die 2000. Ich habe schon die 1000. Okay, du hast schon die 1000. Schon lange, Junge. Mal schauen, wie viel habe ich. Gucken wir mal live. Ich habe 1074. 1400 hast du? 1074. Ah, 1074. Ich habe 1333, lol. Alter, du. Ja, Du kriegst mich, ja, Mann. Weiß jetzt nicht, ob er von sowas stolz sein kann, aber. Vielleicht nicht. Und der beste Map Drop, der war eine Kohlefaserne PP Bison. Nee, nicht Kohlefaser, oder? Das sind 44 Tage, muss los. Scheiße, Alter. Ja, gut. Aua. Das geht noch nicht an Lukas ran bei EO4 oder so. Bei Lukas muss man dazu sagen, dass man die Spielzahl durch. Ja, sagen wir mal so, dass das nicht. Zwei Drittel. Ja, ich würde auch zwei Drittel sagen, dass es zwei Drittel Spielzeit ist und ein Drittel davon ist AFK. Farming. Während dem Essen oder man im Restaurant ist oder so mal. Nicht im Haus, aber wenn man auch immer PC EO4 laufen offen. Lässt, mit dem Spiel offen, klar. Scheiße, die Stromrechnung. Aber das ist halt krass. Ich weiß nicht, und das Ding ist, ich habe eine PP Bison bekommen. Ich glaube, es war nicht Kohlefaser, es war irgendwas anderes, aber auch komplett schwarz. Und die war so 1-2 Euro wert. Und das Ding war so Pain, weil ein anderer Typ in der gleichen Lobby eine Deagle Blaze bekommen hat. Als Map Drop. Alter. Aua. Und ich habe erst gedacht, ich hätte die bekommen. Alter, ich bin ja so. Vor allem, das war wie bei dir. Ich habe so eine Operation Mission gespielt. Und ich hatte gar keinen Bock drauf, so weißt du, schon richtig reingetillt, ich wollte die nur fertig haben. Ja. Dann krieg ich halt so den Drop, und dann sehe ich so den Drop von ihm, denke mir so, Alter, Gabe, du, ne? Ich bin gar nicht klar, Alter. Wirklich. Da wäre ich voll krass, dass ich dir so viel Geld immer ausgibt für. Wobei 300 ist halt echt. Aber ich war dann noch so halb zufrieden, weil ich mir gedacht habe, ja, komm, du hast 2 Euro immerhin bekommen, so 2-3, ne? Mhm. Ist eigentlich auch fresh. Also wenn ich nach jeder Runde, die ich spiele, 2-3 Euro bekommen würde, wäre ich jetzt schon reich. Ist halt echt so. So. Wäre jeder reich. Also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Beschweren kann man sich echt weniger eigentlich. Okay. Wollen wir weitergehen zum nächsten hier von CSGO zu bisschen Glücksspielen. Ich meine, du betreibst ja auch Glücksspielwetten, auch im Bereich von CS, aber nicht so viel. Ja. Also erstmal noch zu FIFA. Ich habe damals, wenn man jetzt mal alles dazu zählt, dann habe ich auch in FIFA Geld ausgegeben. Also ab 2012, als Ultimate Team das erste Mal rausgekommen ist, habe ich, glaube ich, bis ab da um die 150 Euro, glaube ich, für FIFA ausgegeben noch dazu. Ja. Für FIFA Points. Und man weiß es natürlich, wobei tatsächlich habe ich durch ein Opening eine Inform-Karte bekommen, die war 80.000 wert, tatsächlich. 80.000 das war damit die Inform, da kann ich mich noch erinnern, das war das Beste, was ich 80.000 von der Ingame-Währung. Ja, ja. Wie viel ist das? Weißt du das? Ja, das ist vor allem 2,
2013, glaube ich, 2014 oder sowas gewesen, keine Ahnung. Also da konnte man damals auch noch Coins über an diverse andere Seiten kaufen. Heute geht es ja nicht mehr. Das hat ja EA hat es ja unterbindet, dass man halt Coins jetzt außerhalb kaufen kann. Okay. Und FIFA Points kann man auch nur noch, glaube ich, über ihre Seite kaufen. Ich weiß nicht. Früher konnte man es bei MMOGA noch holen. Erinnere mich daran zumindest. Und wenn man gerade konnte man FIFA Coins kaufen. Nee, Coins kann man nicht mehr kaufen. Also zumindest wirst du gebannt dafür, glaube ich sogar. Man kann FIFA Coins kaufen. Ja, aber dann bist du trotzdem gebannt. Ja, du bist trotzdem gebannt für. Geil, da steht. Auf jeden Fall kam das auf jeden Fall dazu. Wenn ich jetzt noch überlege, gibt es noch irgendwas, außer jetzt natürlich Wetten? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja gut, halt Tipico habe ich jetzt für mich im letzten Jahr für mich entdeckt. Ja, läuft nur nicht ganz so gut. Hab wieder 0 Euro auf dem Account. Mit was hast du angefangen? Erzähl mal, wie du reingekommen bist. Das erste Mal Wetten so richtig hat mit über MyBet angefangen. Das ist halt so ein anderer Anbieter. Okay. Das war das über einen Account von meinem Dad. Der hat halt einfach ein bisschen Geld reingesteckt und hat halt mit mir zusammen halt gewettet. Lief sogar gar nicht mal schlecht. Also wir waren halt echt gut sogar. Haben aber dann halt vor 5-6 Jahren haben wir irgendwann aufgehört, einfach so, weil, keine Ahnung was, irgendwie haben wir halt aufgehört zu wetten, da hat sich das auch irgendwie geregt und ich habe irgendwie keine Lust mehr gehabt. Ja, und dann ist halt, ich glaube, es liegt daran, dass ich halt immer jedes Wochenende Sky anschaue und ohne Witz, wenn du am Wochenende Sky anschaust und die Bundesliga dir reinschaust, das fängt um 15:30 an, ich halt immer um so 15 Uhr los und immer wenn Werbungen kommen, glaub mir, immer wenn die Werbung eingeschaltet wird, kommen 10 oder 15 verschiedene Wettanbieter, die Werbung über Sky machen. Das ist insane. Also es gibt so viele Wettanbieter, die da Werbung machen. Wie gut. Und irgendwann so nach dem 23. Mal, wo ich dann die Tipico Sportwette nicht mehr hören konnte, diese Werbung, die ich schon auswendig konnte, habe ich mir dann irgendwann so gedacht, so, ach komm, scheiß drauf, mache ich halt auch mal eine Tipico. Das war gar nicht der Grund. Der Grund war tatsächlich, dass ich immer mit meinen Eltern dass ich Ergebnisse vorhergesagt habe. Ich habe wirklich richtig krass, das war unheimlich, wie häufig ich manche Ergebnisse und manche Sachen vorhergesehen habe. Aufstellungen und alles, war echt krass. Und dann hat irgendwann mal meine Eltern zu mir so gemeint, ja, willst du nicht mal wieder wetten so? Und dann habe ich halt so meinen Vater... Wie deine Eltern dich ermutigen zu wetten. Ja, tatsächlich habe ich dann so meinem Vater dann gefragt, so, ja, willst du, ich würde mir jetzt doch ein Tipico-Account machen, würdest du... Und der hat dann zu mir so gemeint, ja, dann würde ich dir halt, keine Ahnung, wie viel waren es, 50 Euro halt geben. Bei Tipico ist halt so, wenn du 50 Euro reinsteckst, dann kriegst du das Doppelte, also 100 Euro dann. Aber nur das erste Mal, oder? Beim ersten Einladen? Oder wie ist das? Wahrscheinlich nur beim ersten Aufladen, oder? Ja. Na, ich hatte 100 Euro gehabt und habe halt das als Budget bekommen. Das war halt auch schon echt nach einem Monat weg, also das ging ratzfatz. Habe zwischenzeitlich mal 40 Euro Gewinn gemacht, aber das geht so schnell weg, das ist insane. Weil ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht richtig wusste, wie man wettet. Also ich habe immer so einzelne Wetten gemacht und die sind halt Schmutz. Viel zu risky. Du hattest auch großen Pech, so habe ich mitbekommen. Alter, es hat ja erst damit angefangen, dass ich dann herausgefunden habe, dass man, wenn man Kombi-Wetten macht, dass das viel, viel lukrativer ist. Aber bei den Kombi-Wetten ist halt das Problem, du hast halt fünf verschiedene, angenommen, du machst eine Kombi-Wette aus, keine Ahnung, sieben verschiedenen Spielen und halt jede einzelne Sache, die du halt gewettet hast, wird halt zusammen addiert mit der Quote, von der jeweiligen Quote und dann kommt halt so ein überdimensionaler Betrag raus. Wenn du halt 2 Euro setzt, kriegst du, keine Ahnung, 5.000 oder sowas. Das ist halt insane. Ja, und bei mir war das häufig jetzt so, dass halt immer ein Spiel so in der 90. Minute dann komplett auf den Kopf gestellt wurde und die komplette Wette halt im Arsch war. Fällt dir was ein? Ja, zweimal jetzt habe ich auf Nürnberg gesetzt, auf Clubsieg halt, also auf Nürnberg halt gewinnt. Und zum Beispiel gegen Holstein Kiel war das so, bis zur 90. Minute stand es 2-0 für den Club. Und dann kassieren die erst in der 91. Elfmeter und dann in der 92, 93. oder so noch ein Kopfballtor. Und dann war auf einmal unentschieden. Und ich denke mir so,
Ich war mit offenem Mund, saß ich da und denke mir so, Alter, wollt mich verarschen? Da war die Wette auch wieder im Sack. Halt, das war echt bitter. Weißt du noch, wie viel du gesetzt hast? Bei der nicht viel. Auf Nürnberg setze ich sie nicht mehr. Und da habe ich damals auch, glaube ich, 5 Euro oder so gewettet. Das ist jetzt nicht die Welt halt. Mhm. Aber an sich halt trotzdem kack. An sich halt immer Wetten verlieren, ist halt scheiße. Aber der größte Pain war tatsächlich Kombi-Wette. 8 Spiele bis zum sechsten Spiel komplett richtig. Hätte die komplette Wette hingehauen, hätte ich 600 Euro mit 5 Euro Einsatz gemacht. Und bei der sechsten Spiel, wo es halt komplett richtig getippt war von mir, hätte ich halt Cashout machen können, hätte 200 Euro oder sowas haben können, 100, 200 Euro, irgendwie sowas war das. Und ich habe tatsächlich vergessen. Ja, genau, ich habe es vergessen. Und dann schaue ich so nach einer Stunde wieder auf mein Handy, sehe so, fuck, Alter, das Game ist vorbei. Fuck, Alter, das Game ist nicht in die Richtung verlaufen, wie es hätte haben wollen. Fuck, Alter, das Cashout geht nicht mehr. Komplettes Geld weg. Boah, das war bitter, Mann. Dieses Geld, das einfach dann dir aus den Händen gleitet, weil du es einfach vergessen hast. Das werde ich niemals vergessen, dieses Erlebnis, weil das war echt traurig, muss ich sagen. Das war echt Pain. Aber du lernst daraus immerhin, vielleicht. Mhm. Mhm. Nicht vielleicht, sondern ich habe daraus gelernt halt, dass ich da halt immer dranbleibe. Was ich erst letztens rausgefunden habe, ist, dass man immer Cashouten eigentlich sollte. Also immer sofort rausgehen aus der Wette, sobald du Gewinn gemacht hast. Okay. Sobald du im Gewinn bist, immer rausgehen. Egal, ob am Ende die Wette hinhaut und du im Zweifel mehr Geld machst als sonst, immer rausgehen, weil Gewinn ist immer gut eigentlich. Ja, und das ist die Chance, dass halt die Wette doch in Arsch geht, das ist immer gegeben, im Fußball vor allem halt, da kann alles passieren. Und dann, ja, denke ich mir halt immer so, auch wenn es nur 2 oder 3 Euro Gewinn ist, scheiß drauf, das sind für mich dann immer nochmal 3 extra Wetten, die ich dann halt machen kann, halt nur 1 Euro immer setzen zum Beispiel. Deswegen, naja. Aber auf jeden Fall hat jetzt mein Vater gestern seine MyBet, also von dem Account, den wir als allererstes hatten, den hat er wieder rausgekramt, weil er letztens eine E-Mail bekommen hat, dass sie den Account einfrieren wollen und halt uns das Geld überweisen, oder besser gesagt, meinen Vater überweisen wollten. Dann hat er halt, keine Ahnung, also die Nachricht, dass die bekommen hat, die hat er schon vor Woche bekommen. Und vor einer Woche hat er dann halt auf den Bayern-Sieg gesetzt, hat 30 Euro gesetzt und hat irgendwie 40 insgesamt dann gemacht. Und gestern fragte er mich so, nee, heute war es sogar, heute fragte er mich so, ja, wollen wir nicht zusammen morgen auf, keine Ahnung, Bundesliga oder irgendwie sowas wetten? Da ist halt echt viel Geld noch drauf auf dem Account. Wenn die Familie Sportwetten macht. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das morgen wie das morgen hinausläuft, ob ich da Cash mache oder nicht. Über Tipico erstmal nicht gewettet, weil ich sowieso kein Geld habe, was kommt, ich jetzt verwenden kann. Kommt da wieder was drauf? Da wird auf jeden Fall wieder was drauf kommen, aber ich kann im Moment nichts für Wetten ausgeben, weil ich das Geld erstmal sparen will. Okay. Aber sobald ich Geld übrig habe für Spaß, dann gebe ich das für Tipico und für CSGO aus. Das ist eher so, für dich ist auch eher Spaß, oder? Also das ist jetzt nicht Geld, ja. Geld mache, sondern eher so. Nö, halt überhaupt nicht. Macht einfach nur Bock halt. Halt, ich sage immer so Spaß, so ja, das ist so Main Goal für mich halt, mit keine Ahnung, Lotto oder mit Wetten reich zu werden, so, aber die Chance, daraus wirklich reich zu werden, die ist halt so gering. Da will ich nicht verkrampft davor sitzen, weil das macht dann auch keinen Spaß halt. Aber schon in der Zukunft mal ein Taui setzen oder auf dem Spiel. Ey, wenn ich das Cash dafür habe, auf jeden, Alter. Der Thrill muss dann ja ultra krank sein. Wenn du 90k machen könntest mit 1k Einsatz und du knabberst dir so deine Fingernägel so richtig hart ab und dann kassieren die doch noch in der 91. Minute den Ausgleich und sowas und du verlierst halt 1k. Ja. Das ist Pain, glaube ich. Aber den Thrill würde ich mir trotzdem geben, wenn ich das Geld hätte. Ja, wenn es dir nichts ausmacht, dann wenn wir so in ferner Zukunft von, keine Ahnung, so 20 Jahren oder so, dann so im Strandhaus chillen. Ich würde es livestreamen. Ja, auf jeden Fall. Der Thrill muss krank sein. Vom Strandhaus auf der Couch, das ist der Ausblick. Wobei, wir sind halt da echt Multimillionäre, dann würde ich halt sagen, dass wir ein bisschen mehr Geld setzen, weil ein Taui, so komisch das klingt, aber wenn man nur ein Taui setzt und 90k macht, das wäre halt trotzdem nicht so krass für uns. Ich glaube schon. Wenn wir die 1000 verlieren würden, glaube ich nicht. Jetzt gerade ist das für mich die Welt.
Alter, für mich wäre das mehr als die Welt, Alter. Das wäre für mich das Universum, Junge. Ne. Taui. So, so easy money ist es für mich nicht gerade. Taui ist eine Welt. 90.000 sind, ist schon Universum auf jeden Fall. Da ist Platz. Da ist echt Platz. 90k ist krank. Ja, und Online-Glücksspiel so, also auf Spiele so, also mal abgesehen von Sportwetten, so irgendwie CSGO, E-Sport, hast du da irgendwas gesagt? E-Sports habe ich mal überlegt, aber das ist viel zu random. Das ist eigentlich fast schon wie außer Astralis vielleicht, das ist halt so das beste Team so im letzten Jahr auch, oder allgemein, es ist eigentlich das beste Team aller Zeiten in CSGO. Auf die konnte man eigentlich immer setzen. Da war halt bloß die Quote mal miserabel, halt so 1-1 oder so. Ist ja logisch, wenn die immer safe gewinnen. So. Schon klar halt, ja. Aber halt auf andere Mannschaften, das ist halt wirklich absolutes Gambling halt, weil alles passieren kann in CSGO. Es gibt zwar immer einen Favoriten, aber ob der wirklich im Endeffekt immer gewinnt, das hängt immer von der Form, von dem Spiel. Die von Performance halt so von den Spielern. Ich habe tatsächlich selber ein bisschen was immer gesetzt, Leo. Ja, das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, ja. So vor 4 Jahren ungefähr so. Ja, die 2016 halt. Ja. Wo ich SK auch noch hatte. Gab, glaube ich. Ja, und wo SK Nip Gaming absolut gab. König war. Und ich glaube, das war das Spiel mit Nip gegen Navi. Gegen Navi, glaube ich. Ja, gab es ein Finale, ja. Ja, und ich glaube, Navi hat die rasiert. Und wer auf Navi gesetzt hat, war Ultra Rich. Nee, aber da war es kein Major, glaube ich. Doch, das war ein Major. Ich bin mir sehr sicher. Navi hat noch nie ein Major gewonnen. Echt nicht? Dann war das davor irgendwas? Ich schau mal kurz rein. Es ist halt älter, ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Turnier es war. Aber es spielt ja auch keine Rolle eigentlich. Aber wenn du das da gesetzt hättest, da hättest du so viel Geld gemacht. Also, Chancen standen nicht gut für Navi, aber die haben halt krank basiert. Digga, das gleiche war letztens erst ESL Pro League Astralis gegen Mouseboards, wo ich doch den Livestream angeschaut habe und du halt irgendwie mit im Discord-Call warst, da habe ich zu dir doch gemeint, so, ja, Mouseboards gewinnt gerade gegen Astralis und dann war die Quote irgendwie von bei Astralis bei 1-2 und bei Mouseboards war die irgendwie bei 6 oder 7. Stell dir mal vor, du hättest da, keine Ahnung, 100 Euro auf Mouseboards gesetzt, hättest du 600, 700 Euro easy gemacht. Ja. Oder ein Tausender, Alter. Stell dir vor, du hättest einen Tausender gesetzt. Erstmal 7000 rausnehmen. Schmeckt. Ja. Ja. Die Nuts hat man, glaube ich, nicht. Ja, das ist. Ich schaue gerade und ich sehe es gerade. Navi hat noch nie ein Major gewonnen. Okay, es kann auch sein, dass es ein Halbfinalspiel war oder so und die da rausgefegt haben. Das kann sein. Ja. Kann gut sein. Ich glaube, es war ein Halbfinalspiel. Das kann sein. Das Finalspiel war, glaube ich, gegen. Kann es sein, dass das Finalspiel Navi gegen. Wie heißt Pasha Bicep sein Team? Also, wo er nicht mehr. Virtus Pro. Ja, die es ja nicht mehr gibt, aber, oder? Die gibt es nicht mehr, ne? Doch, Virtus Pro gibt's wieder. Aber Virtus Pro gegen. Gab's schon immer eigentlich, glaube ich. Aber was? Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ja, es gibt ein Finale, wo Navi. Ich such's gerade. 2016, 17 irgendwie. Virtus Pro ist ja immer polnisch gewesen, ne? Das hat sich jetzt geändert. Okay. Oh, fuck. Die haben jetzt ein kasachisches Team gekauft. Der Wechsel. Aber ich finde zum Beispiel bei. Diesen Online, also bei den E-Sport-Wetten, hat's halt Steam gekillt mit diesem Handy, mit dem Guard, Steam Guard. Was meinst du damit? Dadurch, dass du die Steam Guard hat halt dafür gesorgt, dass du einen Zwang hattest, wenn du traden willst, also Skins reinmachen willst zum Beispiel auf den Online-Seiten oder halt auch die Skins rausbekommst, dass es immer eine Woche verzögert war oder so, wenn du das nicht hattest. Und auch so, dass es immer, da war eine Zeitverzögerung dazwischen. Und das hat die alle gekillt. Ah, okay. Größtenteils. Ja. Jetzt, ich hab's zum Beispiel, by the way, gefunden, das Match, das war 2016, Luminosity gegen Navi. Da hat Fallen zum Beispiel auch mitgespielt im Finale. Ich erinnere mich noch. Weg von CSGO und von Spielwetten, jetzt zur richtigen Welt, Leo. Spielehallen, Casinos, wie sieht's da aus, Automaten? Gab's da irgendwas in deinem Leben?
Hat der Automat deine Seele? Nee, Mann. Also das verstehe ich immer noch nicht, wie man jemand freiwillig so... Also es gibt so viel... Ich kenne so viele Leute, die das machen. Einfach so, keine Ahnung, die haben so ein Fuffi gerade übrig so oder ein Huni und gehen halt einfach mal ins Casino und spielen ein paar Games oder so. Ich denke mir so, was, Alter, wie kann man sowas machen, Alter? Das finde ich wirklich Schmutz. Sagt der Typ, der 345 Euro ins Discord investiert hat. Ja gut, man muss immer aus der anderen Perspektive sehen, schon klar. Genau, wenn die halt Bock drauf haben. Also ich kenne es halt. Ja, safe mir Wayne, ob die das machen oder nicht. Aber es ist halt Lost, meinst du so, Lost Money ist und verstehst nicht. Nee, also nein, Casino allgemein verstehe ich. Online-Casino habe ich ja die Erfahrung gemacht, da habe ich es gesehen, Alter. Du hast keine Möglichkeit, das irgendwie zu beeinflussen, das Game. Man fährt einfach durch so. Casino verstehe ich einerseits nur Blackjack, Poker, die ganzen... Ja gut, das ist geil, bei Casino auf jeden Fall. Und Roulette kann man ja auch, Roulette auch wenn es geil. Wirklich, auch wenn es auch unvorhersehbar ist, weil die Kugel kann ja überall landen, aber du hast trotzdem so eine gewisse Mechanik, sehe ich schon, so einen Plan hast ja doch. So. Ja gut, kleiner mathematischer Hinweis übrigens, wer Bock hat, gibt ja Schwarz und Rot. Sucht euch eine Farbe aus und setzt... Und Weiß. Ja. Ja, die Null, meine ich. Ja, die Null gibt's noch. Aber so, die Chancen sind fast 50-50, wenn ihr auf eine Farbe setzt. Halt durch die das Null eben nicht ganz. Aber kleiner Tipp, wenn ihr viel Geld habt, fangt mit einem kleinen Betrag an. Keine Ahnung, wenig, also 2 Euro oder so. Ja. Und jedes Mal, wenn ihr verliert, verdoppelt ihr das. Also zum Beispiel, ihr habt Schwarz, setzt 2 Euro auf Schwarz. Und wenn ihr verliert, setzt ihr danach 4 Euro auf Schwarz, danach 8 Euro, 16 und so weiter. Und wenn ihr, also wenn ihr wirklich relativ unlimitiertes Geld habt, könnt ihr dadurch das gut vermehren, wenn ihr, also wenn es ein bisschen Glück hat. Auf lange Sicht verliert ihr trotzdem wegen der Null, theoretisch. Ja, auf jeden. Aber die Chance, also wenn ihr mal eine Luck-Streak habt, so ein paar Mal hintereinander immer die Farbe bekommt. Gewinnt immer die Bank halt. Ja, ja, aber du kannst dadurch, kannst du schon gut gewinnen. Du hast halt fast das, du hast irgendwie eine 49%. Einen Einsatz kannst du bestimmt mit der Taktik verdoppeln. Du hast halt 49% Chance zu gewinnen. Budget, besser gesagt. Du hast so eine 49% Chance zu gewinnen oder so. Ich kann mich erinnern, dass unser Mathelehrer das mal erklärt hat. Das Problem ist nur, dass die Casinos sowas limiten. Also die sagen dann zum Beispiel, es gibt ein Cash-Limit, was du halt reinnehmen kannst, dass du halt irgendwann nicht mehr doppeln kannst. Ja, auch wenn du unlimitiert Geld hättest, kannst du es einfach nicht mehr verdoppeln. Ja. Und du hast ja die Null, deswegen wirst du halt im Endgame trotzdem verlieren, sag ich mal. Ja, das auf jeden Fall. Und nee, es bockt sich nicht. Ja, so aber so generell, so Kartenspiele sind schon geil im Casino, glaube ich. Nee, das auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, halt, das ist glaub, das Einzige, was halt echt cool ist. Las Vegas muss, glaube ich, auch krank sein, so. Auch von der Optik allein schon die ganze Atmosphäre so da. Wäre schon mal so ein Trip wert. Trip wert, ich würde gerade sagen, ja. Aber nur, wenn man wirklich Geld zum Ausgeben hat. Ja, das stimmt schon. Übrigens bei Automaten, ich kenne es halt ein bisschen. Ein Kumpel von mir, hier Manu, kennst du ja noch. Shoutout geht raus, Aurenz. Wenn man vorbeischauen will. Und bei dem war es immer so, als wir halt immer feiern gegangen sind, hat er immer in Automaten was reingeworfen, wenn wir in der Bar waren oder so. Immer so ein paar Euro. Und er hat fast immer gewonnen. Ja, gut. Ja gut, das ist was anderes, finde ich. Man so 1-2 Euro immer reinwirft oder ein 5er oder so. Wenn man so Spaß und Juxtollerei das einfach so macht, so 1-2 Euro, das geht noch voll klar halt. Ja. Wenn du halt was gewinnst, ist mega nice. Wenn du nichts gewinnst, ist halt 2 Euro war 1-2 Euro halt einfach nur Pain. Ist kein Pain. Man muss halt, finde ich, die Übersicht behalten. So ein bisschen schauen, dass man nicht von 2 oder 5 Euro irgendwann mal auf 10, 20, dann irgendwie 50 geht. Weil dann fängt es halt irgendwann an, dass du komplett lost bist. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, so 2 Euro tun halt echt nicht so weh, wenn du halt jedes Wochenende mal 2 Euro in den Automaten reinballerst, weil du halt Bock hast. Kann man wahrscheinlich machen. Oder auch ein 10er oder so, aber mehr, glaube ich, ist dann schon eher nicht so geil. Ne, aber es hat schon Bock, also wenn ich das immer, ich weiß nicht. Manu hat mich echt oft gefragt, ich weiß gar nicht, ob ich es sogar mal gemacht habe. Aber wenn auch nur so 2 Euro oder so. Und das Zuschauen bockt schon. Also ich kann auch verstehen zum Beispiel, warum bei Twitch die Casino-Streams so krass abgehen. Weil irgendwie bockt es schon, wenn du die anschaust.
Wie Herr Ultra, du hast, ja, halt, du hast halt auch selber kein Risiko. Das wäre so, als würdest du das spielen, aber du hast halt kein Risiko, aber kannst halt so zugucken, wie die Person so richtig gehypt ist oder wie die richtig krass verliert. Weil du kannst es so schon nachfühlen, wie die sich halt, wie der oder die sich gerade fühlen halt, wenn sie das halt spielen. Ja. Wobei ich sagen muss, ich voll gut reinversetzen, find's ein bisschen Lage. Komisch so für Jugendliche an sich. Weil, Alter, das verleitet, ja, glaube ich, schon, das verleitet ja, so krass zum Glücksspielen. Wenn du den, Ultra du halt so einen Knossi, einen Monte oder so zuguckst, gut, Monte jetzt schon länger. Die haben 100 pro eine Zuschauerzahl, Spanne meine ich, vom Alter jetzt her, bestimmt von 12 bis 20. Nee, älter bestimmt auch, aber bestimmt zwischen. Ja, ja, ist schon klar. 12, ich sag mal, 25. Ja, irgendwie so die Main-Sachen. Eine kleine Marge gibt es dann noch über 25-Jährige. Ja, wobei aber meistens sind 100 pro 12 bis 20. Ja. Und ich glaube, das ist der Hauptteil, glaube ich. Ist halt krank, du hast halt, weil das Ding ist, die ballern da halt 1, 2, 3, 4, 5.000 rein, 10.000. Ja, als wäre es nichts für die. Ja, genau. Ist halt nichts für die. Knossi hat heute zum Beispiel krank. Zweimal 500 Euro einfach ausgegeben, nur um dann krank. Am Endeffekt seinen Song zu promoten. Muss ich mal ziehen. Ein Taui, einfach ein Taui. Aber ein Taui ist für den nothing, Leo. Der ja, spielt doch öfters halt. Mal mit 2.000, 3.000 oder so. Oder ich will mich nicht beschweren. Also, das soll jetzt auch nicht eifersüchtig oder neidisch oder so. Alter, ich gönne den krass. Ich finde nur diese Dimension einfach zu krank, einfach so ein Taui auszugeben für, was weiß ich, für einfach nur so. Automaten halt, für ein Spin an einem Online-Automaten. Also, das ist halt. Ich gönne den auch, und wenn die Bock haben, können die ruhig machen. Ich finde es nur krass irgendwie. Ich glaube, das verleitet Leute so krass dazu, halt selber Glücksspiel zu machen. Junge, das ist halt krass, finde ich. Wenn man halt selber noch, wenn man halt jung ist und halt selber nicht so viel Cash hat, aber unbedingt halt richtig schnell reich werden will, dann ist sowas halt tödlich. Ja. Weil dadurch wirst du nicht schnell reich und wenn, dann nur ganz. Halt ganz mega lucky. So, das ist halt, ja. Und das ist so unwahrscheinlich. Ja. Das ist genauso, also, ja. Aber ich verstehe im anderen Hinblick auch nicht, zum Beispiel Monte haben sie ja die Rechte entzogen. Es ist halt auch krank irgendwie, dass du es gar nicht mehr streamen darfst. Ist halt auch mau dann. Ich würde es ab 18 halt einfach machen. Ja. Ich würde es regeln, dass man es einfach nur ab 18, also wenn man... Ganz normal so ab 18 plus. Also mir persönlich ist es scheißegal, ob das unter 18, für unter 18-Jährige, ob die das anschauen können oder nicht. Das ist mir so wane. In mir theoretisch auch, aber wenn man es regulieren will. So. Wenn man regulieren will, dann ab 18 auf jeden Fall schalten den Stream. Ja, ich weiß, also, ja. Ich meine, die Jugendlichen von heute sind ja schlau genug, um halt sich einen Account für Ü18... Ja, aber ich glaube, so viele Leute sind so... Also, ich glaube, das Ding ist, das verleitet halt dadurch so krass, weil du halt siehst, wie Bock die daran haben. Also, wie... Weißt du, für die ist das halt so, boah, das bockt richtig, einfach mal einen Taui da reinballern, die haben halt richtig Spaß. Plus haben die noch einen Stream, wo die Geld mitverdienen, also mehr, als was sie verlieren werden. Also juckt sie halt auch gar nicht. Ja. Plus haben die so richtig viele Zuschauer, die haben halt Bock so darauf, wisst ihr? Und die ganzen Zuschauer supporten das ja auch und feiern das so. Ich glaube, das hype dich als Zuschauer so krass da rein. Das ist halt heftig. Ich glaube, dadurch, dass es das jetzt vor allem, das machen ja, ist ja jetzt so trendy so. Ich schaue es auch ab und zu so. Oder auch, ich schaue eher die Highlights als die Streams, aber schaue auch mal genau, die Highlights an. Schaue ich mir auch manchmal an, ja. Und ich denke mir immer so, boah, krass. Also, ich habe da selber schon fast Bock, aber zum einen habe ich kein Money zu, und zum anderen denke ich mir so, nee, irgendwie nicht. Nee, glaub mir, Online-Casino nie wieder. Ich habe das einmal gemacht, nie wieder, Mann. Das ist ohne Witz so ein Schmutz. Das ist schneller weg, als du, keine Ahnung, was machen kannst. Das ist krass. Ne. Es geht ratzfatz, sondern das ist voll weg. Es bockt doch nicht so sehr. Also, ja, gut, ich weiß nicht. Und ich habe das ich hab 10 Euro als Money gehabt. Oder hab nur einen Einsatz bei dem Eigengame, keine Ahnung, wie viel waren es, 20 Cent oder sowas. Knossi macht halt einfach seinen Stream so, ja, ich mach mal so einen 10er Einsatz. Oder so, oder 10 Euro pro Spin, ja. Junge, gibt einfach 500 mit einem 10er Einsatz, und das ist so krank. Echt krank. Ah, verkehrte Welt. Aber für die Leute ist es halt nichts, deswegen. Aber wie gesagt, sei denen gegönnt. Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon angesprochen. Ja, unterhaltend. Ja. Und für die, muss ich auch vorstellen, für die Leute, für die ist es halt Arbeit. Also, das ist wie für die FIFA-Spieler, dass die da halt 2.000 für Spiele ausgeben können. Ja, die verdienen halt mit ihrem Stream 5.000 oder so dann. Ja, das stimmt. Halt, die können halt auch einfach 2.000 da reinhauen. Juckt die halt nicht. Das stimmt. Ja. Du hast es vorhin schon angesprochen, Lotto, Leo, ja? Lotto und deine Zukunft.
Ja, ja, wie kannst du Lotte spielen? Witzigerweise auch über meinen Vater wieder. Weil, wir sehen Muster, wir sehen Muster. Ja, wobei er selber überhaupt nicht was mit Wetten und was mit Lotto eigentlich so am Hut hat. Aber es hat immer so angefangen, Italien fahren wir immer jedes Jahr oder sind wir immer jedes Jahr hingefahren zu unserer Wohnung. Und vor 5 Jahren oder so hat halt mein Vater aus irgendeinem Grund, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, hat er einfach immer, er hatte mich so gefragt, mich und meine Schwester immer so gefragt, ja, sag mal, die und die Zahlen, sag mal einfach irgendwelche Zahlen und der tippt sie halt einfach in diese Kreuzfelder ein, wie man es halt beim Lotto halt kennt. Dann seid ihr Millionär geworden. Ach so, okay. Und in Italien, ich weiß nicht, ob es in Deutschland genauso ist, aber der hat halt einfach die Zahlen genommen und die hast du weil wir über 3 Wochen da waren, hat er halt für jede Woche immer die Zahlen genommen und immer halt den Schein immer jeden Tag abgegeben halt so. Das hat halt 50 Euro oder so das gekostet pro Woche dann. Okay. Wir haben auch immer tatsächlich gewonnen. Irgendwas. Also ohne Witz, man hat immer gewonnen tatsächlich, aber es sind halt 2 Euro bis 20 Euro. Und wenn man halt 50 reingeht und man kriegt nur 20 oder 30, 2 bis 20 Euro mal raus, halt kein... Ist nicht worth. Kein Income halt, ja. Und dann habe ich es in Deutschland auch mal gemacht, vereinzelt mal Lotto oder auch Lose gab es ja auch oder gibt es immer noch von Lotto Bayern. Gibt es ja an der Tanke auch immer diese 1-Euro-Lose. Mhm. Da habe ich auch immer relativ viel Glück immer gehabt sogar. Also so 10 Euro, 20 Euro habe ich manchmal gewonnen. Aber es ist halt auch Ultraschmutz eigentlich. Und random so. Und das ist schon lange nicht mehr. Also Lotto gar nicht mehr. Das ist absolut unworth. Vor allem, du musst es mal geben. Das ist der Pain des Jahrhunderts eigentlich. Stell dir mal vor, es gab nämlich einen Fall vom, ich glaube es war Euro-Checkpot. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oder es war der deutsche Checkpot. Genau. Mhm. War bei, wie viel waren es? 70 Millionen oder sowas war das. Ja. Und es haben tatsächlich 10 Leute die 6 aus 6 getroffen. Das ist Pain. Pain ist natürlich, von diesen 70 Millionen hat dann jeder einzelne, keine Ahnung, 20 oder 30.000 bekommen. weil das wird ja erstmal wird es aufgeteilt, die 70 Millionen auf die 10 Gewinner. Und dann halt nochmal auf die 5 aus 6, die 4 aus 6, 3 aus 6 und 2 aus 6 und 1 aus 6. Die kriegen ja auch noch jeweils einen Anteil. Und da sind ja auch nochmal Tausende von Leuten, die das hingekriegt haben. Mhm. Und dann haben am Ende die Leute 20.000 oder sowas bekommen statt 70 Millionen. Das war bitter, muss ich sagen. Seit ich den Vorfall, glaube ich, mitbekommen habe, habe ich das Lotto-Spielen abgeschworen. Weil du dir gedacht hast, selbst wenn du gewinnst, kriegst du nur 60.000. Selbst wenn du gewinnst, selbst wenn du diese Unwahrscheinlichkeit von 6 aus 6 richtig hast, du musst mit dem Thrill noch leben müssen, dass ein anderer das auch noch geschafft hat. Ne. Das ist halt ein Schmutz, muss ich sagen. Ne. Aber hey, ich würde mich auch über 20 Geld nicht beschweren. Also ich hätte da aber schon Bock drauf, muss ich sagen. Wenn ich 50 Euro da rein investe und dann kriege ich auf einmal, keine Ahnung, das 200-fache draus, das wäre schon lecker. Ne? Ich glaube sogar, oder? Ich weiß nicht, ob es das 200-fache ist. Ja, das ist vielleicht aber ist ja egal. Aber es ist viel mehr auf jeden Fall. Ja. Bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe auch Lotto durch meine Mom ein bisschen gemacht. So, hast du auch so? Ich habe Lottos ein paar gemacht. Okay. Also meine Mom hat es, glaube ich, die hat schon, glaube ich, lange nicht mehr gespielt. Und ich habe es zumindest nie mitbekommen. Jetzt mehr. Aber die Safe hat, jeden Tag beim Lotto. Und die hat früher echt öfters Lotto gespielt. Nein, ohne Scheiß. Die hat früher, glaube ich, echt Lotto öfters gespielt. Mhm. Auch mal diese Lotto Bayern-Dinge von Euro. Und ich weiß, ich habe da zum Beispiel, ich habe das dann immer so aufgerieben, so im Auto, wenn wir bei der Tankstelle waren. Ja. Und da habe ich auch öfters mal so, yo, noch ein Los. Weißt du, so. Dann bin ich wieder rein, hab noch ein Los bekommen, 2 Euro. Und denke mir so, ja, okay, nice. Ja, 2 Euro gemacht, der Sohn. Ich weiß, dass ich da immer ein paar Mal das gemacht hatte. Das ist ein cooles Glücksgefühl immer, ja. Fand ich cool. Als Kind hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich bin danach auch, also ich bin gar nicht drauf hängen geblieben. Hat mir, vielleicht auch, weil meine Mutter aufgehört hat und, keine Ahnung, hat halt nicht. Kurze Frage, weil du gerade mit Rubbeln angesprochen hast. Bei Rubbellosen. Ist mir letztens, weil ich habe eine Quizfrage mal gesehen und da ging es über Rubbellose. Mhm. Wie machst du die Rubbellose? Mit was rubbelst du das weg? Mit einer Münze.
Mit einer Münze. Ah, ja. Stimmt. Aber das wenn du es mit den Fingern machen würdest, mit welchem Finger würdest du es machen? Ich glaube, ich habe es noch nie mit dem Finger gemacht. Aber angenommen, du würdest es machen. Zeigefinger oder Daumen wahrscheinlich, oder? Okay, ja. Ja. Ich kenne niemanden, der das mit dem Mittelfinger oder... Ja, wer macht das mit dem Mittelfinger? Ist ja mega komisch. Denke ich mir halt auch so, das muss doch voll komisch sein. Machst du mit dem Daumen oder mit dem Aber Zeigefinger? Münze, ja, da machst du nicht mal deine Nägel oder sowas kaputt, stimmt. Ich nehme immer eine Münze halt, irgendeine Fettmünze, eine kleine, und dann schön dran rubbeln. Falls ich mal wieder ein Los bekommen sollte, dann mache ich das mal mit einer Münze, vielleicht habe ich dann mehr Glück. Ja. Ist auf jeden Fall eine krasse Sucht, so, ja, Glücksspiel. Wir sind beide schuldig. Ich nicht so schlimm wie Leo, würde ich jetzt einfach mal festhalten. Auf jeden Fall. Und C-Score wird sich nie was dran ändern. Und bei Sportwetten auch nicht. Erstmal Pause. Zumindest was Tipico angeht, bei dem anderen Account wird natürlich noch ein bisschen. Sagt er und vorher noch gesagt, der Account wird bald wieder aufgeladen. Ja, aber gut, bei Tipico ist was anderes. Also bei Tipico wird es jetzt erstmal ein bisschen dauern halt. Okay. Aber bei dem anderen Account, wo es halt über meinen Vater geht, das Geld, da würde ich ein bisschen mitwetten. Ja. Vielleicht kommt da was raus, man weiß nicht. Das ist auf jeden Fall eine krasse Sucht. Und ja, da wollten wir auch hin. Zweites Thema. Danke, Überleitung auf jeden Fall. Alkohol und Süchte. Ich gebe das jetzt erstmal kurz an dich, Leo, weil ich muss ich kurz aufs Klo. Aber du kannst ja ruhig ein bisschen was darüber erzählen. Ich bin dann sofort wieder da. Ich würde sagen, Alkohol und Süchte, Leo. Fang an mit dem Beginn. Wie bist du zum Trinken gekommen? Wie war es bei dir in deiner Jugend? Hat dich dazu verleitet? Gerade. Und welchem Alter so? Ich glaube, es. Ja, ich überlege gerade. Wer einzuschätzen, ne? Wann. Also gut, so alles angefangen hat immer so mit den Großeltern, so, nippen, so, ja. Das muss nippen. So, nipp doch mal an dem Bier, ja, so, an dem Weizen. Muss doch nur den Schaum und sowas trinken, so dies, das. Oder den Wein so mal ansippen. Oder Wein, ja, genau. Man hat ja immer, wenn man jung war, also so richtig jung, hat man ja immer alles probieren wollen. Und Schluck. Ist ja immer noch, also ist ja immer noch so, aber halt so Alkohol und so ein Stuff. Nee. Boah, der war eklig. Ich glaube, so erst so richtig gealkt hat, glaube ich, angefangen, als ich 14 oder 15 war. Mhm. Stärker so oder jede Woche? Ehrlich gesagt, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Ist ja egal. Wie viel ich immer geeignet habe, so zu der Zeit, ich weiß ehrlich. Oder wie das auch gemacht auch mal nach, das habt ihr immer so gemacht, was waren eure. 14, 15, in welcher Klasse waren wir da? Da kann ich es eigentlich am besten beurteilen, weil ich glaube, so richtig angefangen hat es erst so bei der 9. Klasse bei mir. Hm. Und in der 9. Klasse, ja, doch, da könnte man. Doch, ist man 14, 15. 14, 15 ist man da, ja. Bei 10. Klasse war halt so der richtige Anfang eigentlich so mit unserer Athen-Klassenfahrt dann auch. Ne. Die Leute, ich glaube, Athen-Klassenfahrt ist so ein guter Anhänger, glaube ich. Das war so das erste Mal, wo es so richtig angefangen hat bei mir. Okay, krass. Ich glaube, bei mir, ich habe auch so genippt wie du früher als Kind so. Und das ist noch Vorhang? Es musste Vorhang, als ob ich ja der 10. ist angefangen. Nee. Ich hab krass angefangen mit 16. Jedes Wochenende fast. Ja, krass sowieso, ja, ja gut. Da krass mit 16. 15, 16 auf jeden Fall. Aber nicht mal was einfacher war zu bekommen, sondern einfach irgendwie war so in der Clique und war irgendwie so das Ding da, dass wir einfach jedes Wochenende ein, zwei Mal saufen waren. Immer nur bei uns am Berg, so einfach in der Natur, irgendwo hingechillt oder ansonsten irgendeinem Ort. Immer gesoffen einfach. Schon nice, ja, safe. Na, aber auch geil, im Sommer mega chillig, im Winter bisschen kalt, aber naja. Aber das ist Geile, du trinkst und dann wird es dir gleichzeitig warm damit. Ja, okay, ja, okay. Alkohol gegen die Kälte, Junge. Man kennt das. Davor habe ich auch schon ein bisschen was immer so an Silvester oder mal an so einem Geburtstag von einem Kumpel. Haben wir auch gut reingesoffen. Und ich weiß auch, da habe ich das erste Mal angefangen, hier eine Zigarette so zu smoken. Mal. Also, nee, das war auch eine Sache, die ich mit 14 vorhin nachgedacht habe. Wann war die erste Ziggy von mir? Echt, ich erinnere mich an meine. Bei mir ich weiß es leider nicht mehr. Bei mir war es bei einem Kumpel, ich sag jetzt mal nicht den Namen. Wir waren so draußen, ich glaube, wir sind Richtung Bahnhof gelaufen und dann haben wir an irgendeinem Fluss halt gemacht. Mhm. Und dann hat der halt eine gesmoked und hat mich halt so gefragt, ob ich mal ziehen will. Und dann habe ich mal gezogen. Aber ich habe instant Kopfschmerzen bekommen.
Und ich glaube, ist auch der Main-Grund dafür, warum ich Rauchen einfach nicht feiere, weil ich es nicht geil finde. Weil ich feierst, Kopfschmerzen ja. So. Das gibt mir nichts. Ja, ist ja nice für dich auf jeden Fall. Wie war's bei dir? Ja, ich überlege gerade, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die erste Kippe war. Ich habe auch beim Jibbe das ist das Gleiche, da habe ich auch schon lange drüber mal nachgedacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß sogar auch meinen ersten Jibbe noch. Echt, Gerd? Ja, einschneidende Momente im Leben, Alter. Meine war. Ja, ich würde es auch so eine Sachen würde ich am liebsten nie vergessen, aber ich kann mich leider echt nicht dran erinnern. Okay, bei mir war es an der Kerber. Und da war halt so ein Dude dabei, bei dem es bekannt war, dass der das halt öfters macht. Und der hatte so irgendwie, wir hatten jeweils noch so ein Girl dabei und da hatte der so gefragt, jo, ob wir nicht ein bisschen weg von der Kerber halt eins mocken wollen. Dann sind wir locker 20 Minuten durch den Wald gelaufen. Das war echt scary, Alter. Eigentlich. What the fuck? Und sind dann an irgendeiner Waldhütte, kennst du diese, so eine richtige Holzhütte, die sah aus wie eine Sauna. Da sind wir stehen geblieben, haben uns da auf so eine Holzbank gesetzt. Weißt du, kennst du, die haben so kleine Holzbänke davor, wo dich halt so richtig hinschillen kannst, auf so eine kleine Veranda. Ja. Und da haben wir jetzt hingechillt und da haben wir einen gesmoked. Und nice. Ich weiß, ich habe nicht so viel gespürt beim ersten Mal. Tatsächlich bei mir. Scheiße, als ob ich das nicht weiß. Das ist echt traurig. Das sind so Sachen, die würde ich so gern wissen. Echt? Oh Mann. Und danach immer wieder halt bei uns in der Gegend so. Schon krass, wenn man sich so zurückerinnert irgendwie, finde ich. Aber dann bin ich auch komplett verloren. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was der zweite war und wo es so weiterging. Ich weiß, dass ich zum Beispiel immer wieder ein bisschen geraucht habe hier mit Manu wieder Aurens. Grüße gehen raus. Ich und eine Kippe, das geht nicht immer. Der hat vor allem so viel Menthol gesmoked, Alter. Ja, ich auch damals. Der hat richtig viel Menthol gesmoked. Menthol war auch cool eigentlich immer damals, aber das ist so, erstens, weil es noch viel schädlicher ist und zweitens, weil das auch echt komisch schmeckt, muss ich sagen. Mir taugt dieser frische inzwischen Geschmack im Mund immer nicht, wenn ich eine Kippe ziehe. Das ist eklig, finde ich zumindest. Ich will lieber diesen kalten Rauch, richtig schäbig so. Das, was du brauchst, deine Droge. Was war denn das, was ich jetzt noch gerade sagen wollte? Zum Trinken oder zum Rauchen? Nee, es gibt nämlich eine Line von Longus Mongus, also von dem Typ von BAZ. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, aber hau raus. Das passt nämlich auch so gut, wie ich dazu stehe, oder wie bei mir, nee, wie ich nicht dazu stehe, sondern wie das bei mir ist mit Ike Stories zum Beispiel. Da gibt es nämlich die Line. Warte, ich suche sie gerade mal raus. Okay, wenn du sie suchst, kann ich ja mal kurz erzählen. Also bei mir war es ja richtig krass mit 16, so was Alken anging. Jedes Wochenende, ich habe dann, also das Highlight, also es hat dann erstmal so angefangen, sag ich mal, dass ich immer ein bisschen mehr getrunken habe. Wir haben halt immer eigentlich nur gechillt so, haben halt Musik gehört, irgendwie, man hat sich unterhalten, man hat einfach gechillt da. War halt noch in der Gruppe hier. Und es hat irgendwann damit geendet, dass wir haben halt immer so hier diesen 5-Euro-Wodka gekauft, dass ich irgendwann eine ganze Flasche alleine getrunken habe an einem Abend. Dann habe ich mir gedacht, nicht geil, ne? Vor allem billig, Body ist echt nicht geil, Mann. Dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, yo, ich glaube, es reicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen distanziert. Gab aber noch mehr Gründe, so die Gruppe ist ein bisschen kollabiert und so. Ist es diese Russengruppe gewesen? Nee. Da, wo diese russische, keine Name-Droppen machen. Das russische Girl, nicht. Das war einfach nur random. Das war die im Haus. Achso, aber die hat nicht zu der Gruppe gehört. Nee. Okay. Ich habe die Line, by the way, jetzt auch gefunden. Der sagt nämlich, erzähl Geschichten aus meinem Leben, es ist heftig. Doch leider nicht zu viele, hab schon fast alle vergessen. Und das ist so true. Ich habe so viel, was Ike-Stories zum Beispiel auch angeht. Also wenn man es nur auf Ike-Stories allein schon bezieht, es sind so viele Ike-Stories, die ich erlebt habe. Aber ich habe sie schon fast alle wieder vergessen, was einfach zu viele sind. Deswegen dein Buch, Leo. Ja, Mann. Aber das sind keine Ike-Stories. Keine Ike-Stories, aber auch gute Stories. Ich habe so viele coole Momente, wenn man besoffen war, aber ich kann mich leider nicht mehr. Allein die erste Kippe zum Beispiel, also es ist jetzt keine Ike-Story, aber das sind halt solche Sachen, an die man sich gerne erinnern würde oder an die ich mich gerne erinnern möchte, aber geht halt leider nicht. Es hat viel zu viel passiert in den Jahren.
Das ist allgemein so eine richtig coole Zeit, so ab, wenn man so 16 ist, so das erste Mal so Bier trinken kann, offiziell. Das ist schon, ab dieser Zeit wird es richtig cool. Ich fand es nicht so krass, weil ich davor schon was gesippt habe. Mhm. Aber meine Schwester hat auch in meinem 16. Ja, so eine kleine Party hier bei uns halt gemacht, wo wir halt voll viel gesoffen haben. Aber da haben wir auch mehr als nur Bier gesoffen, auch Wodka und anderen Stuff. Ich weiß nicht, Gin wahrscheinlich auch. Ja. Sonst irgendwas. Früher ging zum Beispiel Bodyshotten voll klar, aber das ist ja heute für mich nicht mehr possible. Warum nicht? Also Bodyshotten ist echt eklig, da ich schon... Das weckt Erinnerungen. Nee, nicht mal, nein, mir schmeckt das einfach gar nicht. Das geht wirklich nicht runter bei mir. Das ist nicht geil einfach. Riecht halt schon nicht geil. Ich mach das voll doch, oft, riechen, das ist voll dumm doch, eigentlich. Riechen ist cool, aber trinken, nee. Echt, ich finde, es riecht halt wie so ein Junge Koma. Da gibt's, nee, da gibt's schlimmere Getränke, wenn du dran riechst. Das, okay. Das ist echt noch normal, finde ich. Aber Wodymische geht voll halt. Alles, was man mit Wodymische mischt, schmeckt eigentlich geil. Ja, das geht eigentlich schon echt klar. Ich finde, mein Lieblingsding ist Moskau Mule mit Wodka. Also von wenn man Cocktails mal so... Ja. Weil Moskau Mule kannst du jetzt beim Feiern jetzt nicht einfach so selber mixen. Also so. Geht. Es gibt das Rezept, wieder Shoutouts, von Melina aus Berlin. Grüße gehen raus. Ihr Rezept, wir haben es Moskau Mule für Arme genannt. Ist okay. Einfach nur Wodka und der und die, ich weiß, was ist das, Ingwer, Limo oder so. Und das war's. Okay. Ohne Gurke, ohne Eiswürfel und alles. Moskau Mule für Arme. Frag mich später. Nice. Ja, Body O ist zum Beispiel halt auch geil, finde ich. Das kann man immer trinken. Ich finde Wodka O nicht. Ich finde Wodka Energy geiler, glaube ich, als Wodka O. Ja, das auf jeden Fall finde ich auch viel geiler, auf jeden Fall. Wodka Energy ist geil. Cola ist zum Beispiel nicht so geil. Zu Cola passt halt viel besser halt klassischerweise Rum, also Cuba Libre oder sowas. Ja. Oh, welchen Bacardi wollte ich am Silvester haben? War das Blaubeere? Nee, diesen Raspberry, glaube ich, ja. Raspberry, ja. Alter, gönnt euch, wer das Cash hat und über 18 ist, gönnt euch Bacardi Raspberry mit Sprite. Ach, das war die Kombo. Das ist arschgeil. Das ist arschgeil. Glaub mir, das ist arschgeil. Das schmeckt so nice. Wenn ich das nächste Mal auf einer Feier Bacardi sehe und dann das Sprite noch dazu, dann mache ich das mal. Aber wirklich Bacardi Raspberry ist. Allgemein, Alter, Sprite ist. Man kann es sich gar nicht vorstellen, aber Sprite ist einer der besten das beste Mischgetränk, würde ich sogar fast schon behaupten. Weißt du, zu viel passt so. Ja, Wodka passt dazu. Das war's dann auch schon. Ja, warte, ich muss gerade überlegen. Gin passt dazu, Weißwein passt dazu. Gut, Rum, nee Rum Whisky, nicht. Nee. Nee, Mann. Die dunklen Sachen. Ja. Nicht so geil. Was gibt's noch von, ja. Aber trotzdem, also allgemein jetzt, so Sprite ist nice, muss ich sagen. Also, ja. Geht am besten als Mischgetränk. Geht gut klar, das geht gut klar. Bieren sind auch immer richtig geil. Was sind so deine Lieblingsgetränke, Leo? Ja, ich schaue gerade so hinter mich auf mein Alkoholtablett, ohne mir eine Sucht anzuschreiben, aber ich habe da ein schönes Tablett mit Tequila, Jäger, Gin, Baileys, Bierenzen und nochmal Wodka. Boah, Junge, wenn ich an Baileys denke, kommt mir instant ein Kotzreiß. Ja, same. Ich kann Baileys auch seit einer Story nicht mehr trinken. Weil ich habe mit dem Kumpel Speedschach gespielt und da haben wir Baileys Shots getrunken und währenddessen aber auch noch Wein gesippt, also Weißwein. Okay. Und ich habe dir nochmal dieses Video gezeigt, allein diese Mische aus Rotwein und Baileys, kannst du dich noch erinnern? Ja, Mann. Wo der Typ das getrunken hat und instant rausgekotzt hat aus dem, in den Mülleimer. Also wenn jemand sich ein ekliges Video reinziehen will, dann gönnt euch auf jeden Fall mal Rotwein und Baileys. Das ist... Das mit Abstand ekligste Getränk, was ich jemals gesehen habe. Allein wie das aussieht, da krieg ich einen Schüttelanfall, weil das so widerlich ist, wenn sich. Nee, ich will es gar nicht mal beschreiben. Es ist echt eklig. Auf jeden Fall war das so, das dass ich halt. Aus. Allein, weil ich habe die nicht mal zusammengetrunken, aber Weißwein und Baileys im Magen, ich glaube, das verträgt sich einfach nicht gut. Ne, ich glaube, das verträgt sich halt generell nicht.
Nee, ich glaube nicht. Deswegen musste ich da ein bisschen reiern an dem Abend und dann seitdem kann ich bei Ellis nicht mehr trinken. Oh, was an, was ihm auch geil schmeckt. Geiles Getränk. War, lange Zeit war das so mein Lieblingsgetränk bei Ellis, aber jetzt nicht mehr. Schade. Was geil auch ist, Likör 43 mit Milch. Ja, oder Likör 43 generell ist geil. Likör 43 generell ist relativ lecker. Kann man auch pur sippen, sogar habe ich auch schon pur getrunken. Ja. Geht echt klar. Und hat Arsch. Wenn man Alk so allgemein so jetzt nimmt, so was man pur trinken kann, da gibt es nicht viele, glaube ich. Ja. Übrigens gibt auch billige Likör 43 nachmachen, die auch ganz gut schmecken. Ich glaube, das Beste, der die beste Leute, Alk, den man pur trinken kann, ist immer noch Jäger. Ja, stimmt, Jäger geht eigentlich schon gut pur. Aber nur Shots. Und so hier Flasche, so. Hart. Ich finde, Dingens geht noch klar. Hier so Rum oder so. Whisky. Ja, Whisky geht aber auch nur Shots. Ein bisschen halt. Mäßig. Ich finde so in einem kleinen Glas trinken. Aber jetzt kein volles Glas so, aber. Ein kleines Glas Whisky mit ein paar Eiswürfeln. Geht schon gut. Ich überlege gerade. Nee, doch nicht. Nein, man mischt echt schon echt viel Alkohol so mit Stuff. Also, es gibt doch safe noch bestimmt Alkoholgetränke, die noch keiner, die noch kein Mensch entdeckt hat, wo es eine Mische gibt, die richtig geil ist. Also so ein Mischgetränk aus irgendeinem. Hey, vielleicht müssen wir doch irgendwelche südamerikanischen Früchte reinhauen, Alter, die kein Mensch mehr hat. Damit die geil Guavensaft zum Beispiel könnte man, Alter, ja mal benutzen als Mischgetränk. Wer es noch nie getrunken hat, gönnt euch mal Guavensaft. Einfach einen Guavenshot trinken. Das schmeckt ist echt so mega geil. Ja, Alter. Ist auch nicht so teuer, also ist vielleicht ein paar Cent teurer als normaler Orangensaft. Ja. Gibt's aber auch nur im Asiamarkt. Naja, nicht überall. Oder halt Biomärkten mal schauen vielleicht. Ja. Oder irgendwelche anderen Märkte mal abchecken. Das müssen wir echt mal ausprobieren, Guavensaft. Aber Guavensaft ist pervers geil. Ich glaube, mit Gin kann das geil schmecken. Mit Gin könnte echt geil sein. Allein die Forschung. Guave mit Gin ist klingt geil. Ja, klingt so orangig, so richtungmäßig. Ja, weiß nicht. Könnte schmecken. Könnte geil schmecken. Ist jetzt keine Empfehlung, wir testen es aus. Nee. Vielleicht im nächsten Podcast gibt es eine Review. Ja, weil Leute, war scheiße. Nächster Absturz war auf Guavensaft mit Gin. Nee, aber Alkstory ist jetzt so allgemein wieder. Gibt's einige Stories so, ne? Gibt schon vieles, aber Name-Dropping ist immer schwierig. Name-Dropping und Ort. Nein, aber wenn man so allgemein jetzt von Alk-Stories so redet, mir würden spontan nicht viele einfallen, leider. Also ich müsste jetzt echt lang darüber überlegen. Ja gut, dafür machen wir eine separate Folge mal, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Dann können wir uns mal die Stories auch mal vorher überlegen und dann schreiben wir uns das die auf mal jeden auf. Fall. Aber ich finde generell so Alkohol und Süchte oder was wir heute gemacht haben, so ein bisschen Glücksspiel, Alkohol-Stories, gute Getränkempfehlungen. Getränkempfehlungen. Ja. Ey, ganz ehrlich, Alkohol wird immer ein Thema in deinem Leben bleiben. Ja, also ganz ehrlich, ich finde Alkohol zählt schon so ein bisschen zum Leben, finde ich. Also klar, es gibt manche Kulturen, da ist jetzt Alkohol und ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute nicht trinken. Also mein Gott, das ist mir so Wayne. Die Leute sollen machen, was sie wollen, aber ich finde halt mit Alkohol sind manche Sachen einfach cooler. Ja. Kann ich nicht abstreiten, finde ich. Das Feiern ohne Alkohol ist halt einfach manchmal echt halb so geil. Es gibt manche, kann ich feiern ohne besoffen zu einfach nüchtern. Ja. Geht wirklich klar, aber manchmal will man einfach ist es halt die Kacke auf jeden Fall. Aber es passiert immer was. Aber es sagen ja auch viele so, yo, ich habe den gleichen Spaß wie ohne Alkohol, aber safe nicht so. Aber das kannst du, keiner kann mir das nicht erzählen, dass man wenn man besoffen ist, nicht weniger erlebt, als wenn man nüchtern ist. Du erlebst, also safe erlebst du doch mehr, wenn du besoffen bist. Außer du bist natürlich so hacke, dass du gar nichts mehr reizt. Dann ist aber auch nicht angenehm. Ja, also wenn man halt noch einigermaßen noch denken kann, dann erlebt man schon einiges als Stuff. Also wenn ich mir so überlege, die ganzen Stories aus dem Haus. Ohne Witz, ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten. Wir haben beide schon so ein Resümee gezogen. Immer wenn wir im Haus waren, immer, wirklich immer ist was passiert. Es ist so krass. Ja. Wir waren hunderte Male da drin. Es ist krank. Aber da passiert doch generell, also ich glaube... Ey, das ist so viel Scheiße. Auf die Fresse bekommen, gebastelt geworden. Das ist so krass einfach nur. Oh, jetzt eine krasse Lifestyle-Frage. Die grüne Wiese oder die Sucht zum Alkohol? Was
Was muss ich mich kurz mal aufklären, was meinst du mit grüne Wiese? Einfach auf alle Sachen verzichten oder wie? So. Ich meine damit die gute Pflanze. Leute, ich musste gerade ganz hart nachdenken, was du mit grüner Wiese meinst. Und was war das andere? Also Alkohol generell so. Was geiler ist, meinst du? Schwierig, weil beides kann man so. Halt schon deutlich. Weil verdienen. Beides passt zu anderen. Also. Aber wenn du jetzt nur eine Sache, du hast, also ich weiß, die sind beide komplett, also komplett unterschiedlich, auch vom Effekt und wie du erlebst. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, was wäre es? Boah, das ist eine harte Frage, glaube ich sogar. Weil ich beides extrem feier. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, weißt du, was das Problem ist? Beide Sachen kannst du in unterschiedlichen Ding machen. Umständen so. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ja. Weil wenn du einfach nur chillen willst, dann smokst du halt. Aber wenn du halt feiern gehen willst, dann kannst du auch zwar smoken, aber du kannst halt noch geiler, kannst halt abgehen, wenn du eikst, finde ich. Ja. Ist schwierig, boah, weiß nicht, was würdest du sagen? Ich glaube, ich würde trotzdem für Du würdest natürlich smoken, ja, das ist safe. Ja, bei dir, das war jetzt aber klar. Aber ich trinke auch sau oft einfach so mal am Abend irgendwie ein Bierchen oder Wein oder so. Einfach, wenn ich so PC chill oder so. Ja. Ist auch nice. Oder zum Essen so. Nö, ja, weiß man zum Essen, ist echt geil. Wäre auch sad, so, wenn es nicht mehr da wäre. Was ich zum Beispiel während des Essens nicht machen kann, ist Bier trinken. Okay. Entweder trinke ich das Bier vorher oder nachher, aber ich trinke während des Essens nie Bier. By the way, du hast das Bier gestern gar nicht getrunken. Ja, ist mir vorhin auch aufgefallen. Das steht hier echt leid, muss ich sagen. Aber ich hatte so Bock auf Milch und dann habe ich die Vanillemilch bei dir gesehen und habe die auch fast ich habe halt noch was drin gelassen auf jeden Fall, aber ich habe die geäxt, Alter. Das war krank, geil. Ja, Vanillemilch war echt heftig. Allein dieses Vanilleeis mit Bounty-Creme gestern, das war unnormal krank. Ah, ja. Ich hab das beschrieben, wie als würde man Kuchenteig, kennst du ja, wenn man Kuchenteig macht und bevor man den halt backt, snackt man sich so ein bisschen vom Level. Leckt mehr so ein bisschen. Genau so, wirklich 1:1 hat es so geschmeckt, bloß halt nach Bounty. Klingt unnormal geil, muss ich sagen. Unnormal geil war das. War wirklich einer der geilsten Nachtische, die ich bis jetzt gegessen habe. Übrigens, kleine Empfehlung von mir, immer eine Haferschokomilch oder eine Schokomel oder Kakao, wenn man sie selber mixen kann. Oder Vanillemilch und Linsenchips zu Hause haben. Ja, das ist einer der absoluten Favorite-Chips, die ich bis jetzt gegessen habe. Die Combination ist auch einfach geil. Ja, also Linsenchips. Ich kenne niemanden außer dir, der die bis jetzt in seinem Haushalt hatte. Also ich habe ohne Witz noch niemanden gesehen, der die gegessen hat. Die muss man nicht entdecken. Aber die sind echt geil. Also gönnt euch mal Linsenchips. Aber ich finde die ultra eklig, wenn ihr die geöffnet habt und die eine paar Stunden rumgammeln lasst und die dann essen wollt. Oh ja, Alter, die sind so eklig. Die kannst du instant wegschmeißen. Ja, ich glaube, das sind für alle, nicht für alle Chips eigentlich. Aber die sind so eklig. Die trocknen schon echt schnell aus, das stimmt leider. Ich finde die so eklig dann. Die riechen so disgusting. Ne, die schmecken auch echt nicht. Die schmecken so unnormal trocken, da hast du keinen Bock mehr. Die schmecken überhaupt nicht geil. Trotzdem generell so eine Empfehlung, Linsenchips einfach die Packung. Aber bei Linsenchips kann man mal die Liste schon machen. Platz 3 ist das Sour Cream, Platz 2 ist Paprika und auf 1 orientalisch, würde ich sagen. Orientalisch ist das Geist auf jeden Fall. Ja. Wer es nicht spicy mag, der nimmt Paprika. Das stimmt. Und Sour Cream würde ich eher auch Pringles Sour Cream essen als die Linsenchips. Ja. Weil die gehen, aber ich finde generell saugeil. Boah, Sauercreme finde ich gar nicht geil. By the way, ich werde auch noch das Bauschaum. Wir gehen auch morgen ins Kino. Fällt mir gerade auch noch eine gute Überleitung. Stimmt. Und da wird es wieder Nachos geben. Und ihr kennt ja, im Kino gibt es ja immer Käse, Salsa und Sour Cream. Ja. Und Sour Cream nehme ich halt nicht, weil mir das nicht taugt mir halt nicht so. Ich nehme immer, es gibt 3 Dips, die du nehmen kannst. Bei unserem Kino. Gibt es nicht auch 4? Gibt es nicht auch Knoblauchsoße? Kann auch sein. Aber ich meine, es gibt 3 Dips. Aber das sind so die 3 Standard-Dinger auf jeden Fall. Ja. Vielleicht gibt es auch andere Special-Sachen, die wir anbieten, aber die cappt man halt so. Und ihr dürft halt 3 Dips mitnehmen. Ist halt so ein Dreieck, das ihr bekommt. Und ich nehme immer 2-mal Salz und 1-mal Käse. Und das Ding ist, ich habe früher einfach immer Triple Salzer genommen, weil Salzer finde ich halt geil. Ja.
Aber ich habe mir irgendwann noch Käse rein, weil zwischendurch mal so ein Käse-Dip ist schon geil, muss ich sagen. Aber ich finde zum Beispiel Käse-Chips oder also Nachos sind so, ich finde die richtig eklig. Also gar nicht klar, aber so ein Dip geht klar. Immer so zwischendurch, zwischen der Salze oder auch mal beides so ein Kombi. Käse-Chips weißt du nicht? Nee, finde ich eklig. Okay. Vor allem das Ekligste sind Käse-Flips. Boah, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Käseflips vielleicht mal einmal im Leben habe ich die gegessen, die sind so eklig, Alter. Weißt du von welcher Marke? Zum Beispiel, warte mal, ich kann dir mal eingeben, vielleicht gibt's Alter, ich habe die nur einmal gegessen, wirklich. Fish and Chips, nein, nicht Fish and Chips, fuck. Oh, glaube ich, ich weiß, welche du meinst. Ich kann an Fish and Chips denken, Alter, London-Urlaub. Cheetos gibt's. Okay, Alter, ich habe keine Ahnung mehr, das ist so lange her. Ah, die Cheetos gehen sogar eigentlich, finde ich. Die finde ich jetzt nicht so schlimm. Käseflips sind eklig, da sage ich nicht zu. Ich liebe Käse über alles, Alter. Aber auf jeden Fall, die Käsesoße im Kino, die sieht halt aus wie Bauschaum. Kennt ihr so Bauschaum, wenn ihr den in die Wände reinmacht, zum Isolieren und zum Winterschutz so? Dieser gelbe Schaum. Ja, der gelbe Schaum, genauso sieht der einfach aus, dieser Dip. Richtig krass. Und nee, da kommt weiß. Noch, es wird noch kommen, Leute, es wird kommen. Wir machen ein Bauschaum-Nachos-Design für T-Shirts. Ich setze mich daran irgendwann. Stimmt. Und dann gibt es ein Bauschaum-T-Shirt. Wenn es das jetzt schon gibt, Link in der Beschreibung. Wenn es jemand in der Zukunft schaut. dann ist der Link in der Beschreibung. Aber ja, so Bauschaum, ich weiß nicht. Das ist dann irgendwie so ein Running Gag geworden, dass wir das immer Bauschaum nennen. Und ich werde es mir auch Ich stelle mir vor, wirklich so ein Zuschauer hört sich jetzt die Podcast-Folge zum oder hat unseren Kanal zum ersten Mal gefunden. Ne. Und hat sich so die alten Videos hat halt so eingegeben, so als Kategorie. Und dann sieht er halt so unseren ersten Podcast. Und dann hört er auch jetzt so die Story. Diesen Link, den gibt's tatsächlich sogar. Und dann schaut er so drauf und es ist halt schon ausverkauft. So. Direkt ausverkauft, Alter, weil es nicht nachproduziert ist. Ey, vor allem das Ding ist, ich werde wirklich bald Merch vielleicht machen, ein paar geile Designs. Ja. Mal schauen, ob dein Friseur Bock hat, Leo. Aber Der muss ich ihn fragen, oder? Keine Ahnung. Nee, aber ich mache auch für mich selbst, man kann über Streamlabs, das ist meine Streaming-Software und die bietet auch an, dass du über die selber Merch vertreiben kannst. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die das auch in Europa anbieten. Ich habe noch nicht so intensiv geguckt oder ob es das nur in den USA gibt. Aber wenn die das auch hier machen, dann werde ich auch Designs machen und die übernehmen halt quasi alles für dich. Die drucken das für dich und die liefern das für dich. Das Einzige, was du machst, ist halt das Design. Und dafür kriegst du halt dann nicht so viel logischerweise davon, aber halt ein bisschen was. Aber da kommt dann vielleicht der Bauschaum-Design so am Anfang hin. Alter, ich habe meinen halben Fußnagel gerade abgerissen. Pain. Aua, Junge. Jetzt sind wir weiter. Aber. Scheiße. Junge, ich fühle mich so unterbrochen gerade. Aber wenn wir mehr Cash machen sollten, dann werden wir das natürlich, also ich irgendwann outsourcen, sodass wir das irgendwie über eine Merch-Seite machen oder das selber drucken oder so. Aber da braucht man halt auch ein Lager und so weiter. Und dafür fehlt uns maximal das Geld. Was? Deswegen jetzt Patreon, nein. aber nee. Schnell donaten. Ja. Also generell, ich finde, wir haben heute schon gut Themen besprochen, muss man sagen. Auf jeden, ja. Die Süchte sind durch, Alkohol ist durch. Ey, Junge, ich schau gerade auf die Uhr, es ist 3.18 Uhr auf einmal schon wieder. Schnell ist durch. Wir haben alles gut gemacht. Nächste Folge, was wollen wir machen? Ich hätte Bock, vielleicht reden wir mal über Serien. So ein bisschen über Serien. Vielleicht auch ein bisschen über unsere Zukunft. Vielleicht noch über was anderes. Auf jeden Fall viel Randomness wieder, so wie heute. Viel Randomness. Wir sind halt echt krass abgeschweift immer bei den Themen, muss ich sagen. Ja, aber so finde ich es auch schön eigentlich. So ja, voll, auf jeden Fall. Hat Bock gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt gerne einen wunderschönen Like da lassen. Und das Video teilen oder uns auch hier auf YouTube abonnieren. Oder sonst irgendwo, wo auch immer dieser Podcast landen wird. Genau. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge und willst du noch was sagen, Leo? Sirs. Das wollte ich noch sagen.